Let's get ready to mumble! Let's get ready to mumble! An diesem Tisch wird nicht gelogen. Mr. All-Time High, der für den Schall lebt. An meiner rechten Seite Mr. B. Gegenüber Michael Ballweg. Yes. Guten Tag, Michael. Ich bin Michael, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Von daher, ja, freundschaftlich ist Michael, das ist Boogie, ich bin Chuck Norris. Ja, willkommen auf jeden Fall zu 100% Real Talk. Heute wird es auf jeden Fall kontrovers, sehr kontrovers. Ja, wir haben einen frisch entlassenen Knacki hier gerade am Tisch. Ist ja unglaublich, eigentlich ist er immer der Ex-Knacki, aber jetzt ist ja ein zweiter hier mit dabei. Ja, Michael, du bist 9 Monate lang in U-Haft gewesen, soweit ich weiß. Stimmt das? Genau, und seit gut 4 Wochen jetzt wieder draußen. Ja. Seit gut 4 Wochen wieder draußen, ja. Also du kannst mitsprechen, ich war noch nie lange in Haft, nur so ein bisschen Gesa. Also erst mal sagen, der Mann lügt nie, man will manchmal auch nie die Wahrheit hören. Er sagt es trotzdem, er hat gelogen. Guck auf den Ausweis, ich bin Chuck Norris. Guck einfach aufs Geburtsdatum. Ja, das stimmt sogar. Ja. Er ist wirklich am selben Tag geboren. Ja. Ich ziehe mich zurück. Ja. Und ich wollte aber auch sagen, das hatten wir gerade eben, als wir uns kurz kennengelernt haben, ich habe gerade eben hier eine Botschaft an meinen Kumpel Sami in den Knast geschickt und Hassan. Ich habe ganz viele Freunde, die haben SV, B und ich haben auch gemeinsame Bekannte, die haben kaum Mist gemacht und haben ziemlich harte Strafen bekommen. Aber ich war mit 17 so einen Monat in Jugendhaft. Dann war ich irgendwann auch mal kurz mal 3-4 Tage. Aber dann war ich einmal an einem Stück 1,5 Jahre in U-Haft. Unter anderem auch Isolationshaft. Und ich sage immer im Vergleich zu meinen Homies, habe ich das nur geschnuppert. Aber du wusstest schon, wie der Braten riecht. Und ganz viele Sachen. Ich weiß auch ganz viel, was in dir vorgeht. Ja. Und wahrscheinlich, ich habe ganz viele Sachen dann so gemerkt, als ich rauskam, die aggressive Sexualisierung. Ich sage jetzt gar nicht, ob das gut oder schlecht ist, war einfach ein Fakt. Du hast gesehen, die Werbeplakate und die Frauen, wie du das merkst, dass wieder so dein Trieb irgendwie da losgeht. Und Reizüberflutung, genau. Und wie gesagt, ich habe es nur geschnuppert, du auch, aber ich glaube, wir wissen beide ein bisschen, wie es da ist. Ja, und es war für mich war es eine, sagen wir, interessante Zeit auch. Ich habe natürlich man guckt ja in eine ganz andere Gesellschaftswelt auch rein. Ich selber habe ja digitale Auszeit gemacht. Ich habe 9 Monate auch kein Fernsehen benutzt und habe viel meditiert. Wir haben natürlich auch viele Unschuldige im Gefängnis kennengelernt. Unter Corona-Bedingungen war es wahrscheinlich noch mal ein bisschen härter als jetzt bei dir, vermute ich mal. Mhm. Das war grausam für die Leute. Die mussten sich impfen lassen, damit die Freigang bekommen, muss man mal echt sagen. Ne? Genau das. Oder sie mussten, also auch die ganzen Angebote sind ja eingestellt. Also wir haben wirklich 23 Stunden Einschlusszeit. Sagt ja bestimmt dann was. Selbstverständlich. Und man kann halt es gab keine Lerngruppen mehr, keine Spielegruppen etc. Und ich meine, U-Haft heißt ja, man ist unschuldig in Haft. Mhm. Und dafür ist es dann schon sehr menschenunwürdig. Deshalb habe ich auch eine Petition jetzt gestartet, wo wir gesagt haben, wir fordern, dass die JVAs wieder zurückgehen zu den Haftbedingungen vor Corona, wo es ja zumindest ein bisschen, sagen wir, Kirche gab und Spielegruppen, und wird wahrscheinlich auch unterschiedlich sein von JVA Stuttgart zu Berliner Gefängnissen. Ich habe gehört, dass die in Berlin ein bisschen weniger schwierig sind, aber weiß nicht, ob es stimmt. Ja, es ist halt hier Überflutung, ja. Also sozusagen, was mich halt interessiert ist, ich kenne eigentlich keinen, der im Haft ist. Ich glaube, selbst die Freigänger im Freigang. Aber Internet ist ja überall verboten, weil du sagtest ja, meinst du Fernsehen damit? Weil den kann man ja beantragen. Genau, ich hatte auch kein Fernsehen. Genau, aber ja. Internet haben ja die wenigsten, da gibt es immer. Das gibt's gar nicht, ja. Ein paar haben das immer, dann sagt man denen, ey, ihr kriegt auch einen Punkt und bleibt, kommt dann nie raus. Genau, und ja, es ist eine sehr schwierige Sache auch. Aber was ich sage ist, hat eben auch schon gesagt, hinter der Kamera, dass ein riesiger Teil kommt skrupelloser raus, abgebrühter, mit viel, viel mehr Hass, ja, überhaupt nicht reflektierend, eher noch mehr in die falsche Richtung oder in die destruktive Richtung. Aber ein paar kommen auch reflektierend raus. Wenn ich von meiner Wenigkeit rede, ich zum Beispiel auch, man hat ja immer die Möglichkeit, sich so abzulenken. Ob das positive Ablenkung ist mit Gebeten, Musik, Familie oder jeder Mann oder jede Frau auch, hat ja immer seine Dämonen. Und da kannst du dich stellen. Und viele Sachen, das ist sehr anstrengend, ist auch die Hölle. Das ist ein krasser Prozess, und da kann man auch zum Teil Sachen ausschleichen, weil man es machen muss. Man kann sich nicht den Sachen entziehen, man muss sich den Dämonen stellen. Ne? Genau, also man ist halt mit sich selbst, und ich glaube, was man lernen muss oder am besten schnell lernt, ist, dass der einzige Mensch, mit dem man gut auskommen muss bis ans Ende des Lebens, man selbst ist, und deshalb fängt man am besten an, sich zu mögen, relativ schnell, und sich auch seinen dunklen Zeiten zu stellen. Und das war für mich jetzt im Gefängnis eben, was ich sehr stark gemacht habe. Habe viel meditiert,
gab am Ende auch so eine kleine spirituelle Gruppe, wo sich ein paar andere angeschlossen haben. Also es war ganz schön. Michael, du bist jetzt gerade vor kurzem rausgekommen und natürlich als kontroverse Figur gehandelt. Ja, also mehr als kontrovers, kann man dazu sagen. Was war denn die Anklageschrift? Worum geht's da? Ging es und worum geht es jetzt aktuell? Wie hat sich das alles entwickelt innerhalb der Prozesszeit und während der Zeit, wo du gesessen hast? Ja, also Prozess gibt's ja noch gar nicht. Das heißt, war jetzt also Anklage oder verhaftet worden bin ich wegen Betrug und Geldwäsche, ja. Vorwurf des Betrug und Geldwäsche. Nach 3,5 Monaten musste die Staatsanwaltschaft jetzt oder wurde es runtergestuft auf versuchter Betrug. Das heißt, es wird mir noch ein Gedankenverbrechen vorgeworfen, nämlich insbesondere, dass ich vorgehabt hätte, schon im April 2020 eben mit Querdenken Geld verdienen zu wollen. Hm. Querdenken ist eine Bewegung, die sich ja im Rahmen von der Corona-Pandemie gegründet hat, die eben für die Grundrechte steht. Und wir haben ja große Demonstrationen organisiert. Und in diesem Zusammenhang wurde mir vorgeworfen, dass die Gelder, die ich dort eingenommen hatte oder geschenkt bekommen habe von Menschen, die eben das gut fanden, was ich gemacht habe und die das unterstützen wollten, dass ich die eben für mich selbst verwendet habe, was ich aber nicht getan habe. Verstehe, okay. Also man muss natürlich dazu sagen, dass die meisten Leute wissen werden, dass du natürlich der Kopf, quasi der visible Kopf der Querdenkenbewegung bist. Du hast auch ab und zu mal angedeutet, dass du eigentlich nicht immer derjenige sein wolltest oder willst, der immer nur im Vordergrund ist, aber du bist halt das Gesicht dieser ganzen Bewegung. Wenn man diesen Begriff Querdenker oder Querdenken, besser gesagt, vor Augen führt, dann kommt immer der Name Michael Ballweg. Mhm. Das ist normal. Damit hast du dich abgefunden, das wird sich auch nicht ändern. Wird sich nicht mehr ändern. Richtig. Und jetzt hatte ich irgendwas gehört von wegen 1,2 Millionen ursprünglich und dann wurde das irgendwie alles immer weiter runtergestuft. Wo sind wir denn aktuell? Ich darf nicht so viel in die Details gehen, weil die Anwälte haben natürlich gesagt, aktuelle Fahndung. Das Verfahren ist noch nicht zugelassen. Aber es geht im Moment um wesentlich kleinere Beträge. Also was ich sagen kann, nachgewiesen hat die Staatsanwaltschaft, dass ich 945.000 ausgegeben habe, unstreitig für Querdenken. Und dann ist es ja so, es gibt ja keine Pflicht, die Gelder jetzt auszugeben, sondern man kann ja auch Reserven haben für Gerichtsprozesse zum Beispiel, die noch kommen, oder Steuerverfahren, die noch kommen. Ein gemeinnütziger Verein hat zum Beispiel 2 Jahre die Möglichkeit, Gelder auszugeben, die waren bei mir noch gar nicht rum. Also der Vorwurf ist einfach total absurd und es wird total spannend, wenn wir das dann alles mal veröffentlichen dürfen. Hm. Wann kann man damit rechnen, dass dieser Prozess einen Abschluss findet? Ich kann es tatsächlich gar nicht sagen, weil die, wie gesagt, wir haben jetzt die Klageerwiderung eingereicht, das Anwaltsteam, und es gibt noch keine Antwort von Gericht, ob die Klage jetzt überhaupt zugelassen wird. Wir werden mal sehen, was passiert. Okay. Um ein Bild zu machen, haben die das eingefroren, also gefändet, den Betrag? Oder ja, also im Moment ist alles bei mir gepfändet. Also ich habe meine ganzen Konten beschlagnahmt und haben auch meine ganzen Firmen beschlagnahmt und haben mir 300 Euro gelassen damals. Und im Moment ist immer noch so, dass ich eben davon lebe, dass Menschen mich unterstützen. Also ich gehe mal davon aus, dass du der Meinung bist, dass dir da der Staatsapparat einen reindrücken will. Du bist da ein Dorn im Auge und du empfindest dich oder nicht empfindest dich, sondern sagst, ich bin in allen Belangen unschuldig, ne? Genau. Also es ist auch wirklich sehr absurd, mit welchen Begründungen ich damals die Hausdurchsuchung gemacht wurde. Wir können die Akten später alle mal offenlegen. Letztendlich wurde die Hausdurchsuchung auf Basis von ein paar Kontoauszügen gemacht, wo man gesagt hat, ich hätte halt Bargeld abgehoben. Ja. Wie sind die mit dir umgegangen? War es Staatsschutz oder LKA, so Tür eingetreten oder relativ human? Es war alles human, weil es ein Wirtschaftsvergehen ja ist und da ist man anscheinend ein bisschen sanfter. Kannst du mal zu mir schicken, wir treten immer die Tür ein. Ja, also wenn es jetzt ein Drogenvergehen wahrscheinlich ist, ja. Also war alles in Ordnung, da kann ich nichts sagen. Was natürlich krass war, ist dann, also ich hatte gerade mein Haus verkauft, weil ich mich von meiner Frau getrennt hatte, weil wir uns trennen, und dann war das Haus eben relativ leer. Ist ja üblich, wenn man ein Haus verkauft, dass man es leer räumt. Und daraufhin wurde mir halt unterstellt, dass ich mich absetzen wollte. Also ich wusste aber gar nichts von dem Verfahren, was gegen mich läuft. Ja. Hast du eine Akte gehabt vorher? Also bist du vorher schon mal aktenkundig gewesen oder warst du unbescholtenes Blatt? Ich bin tatsächlich ganz unbescholten gewesen und war eigentlich bis 2020 einfach nur Unternehmer. Habe halt viel gearbeitet und natürlich auch mich um Familie gekümmert und meine Hobbys. Was hattest du für ein Unternehmen so? Ich habe eine IT-Firma. Also ich habe direkt nach dem Studium eigentlich angefangen mit Internetseiten und Web-Applikationen selbstständig zu machen. Und am Ende hatten wir dann Softwareprodukte, die große Konzerne verwendet haben.
Kannst du uns so ein bisschen vielleicht durch deine History mal führen? Also erstens mal, wo du geboren, aufgewachsen bist, ja. Unter welchen Umständen und so weiter. Und dann kommen wir dann wahrscheinlich dann auch zu deiner Karriere. Und vor allem, wie kam es dann zustande, dass du dann doch schon eine 180-Grad-Drehung hinter dich gebracht hast? Baerbock würde 360 Grad sagen. Aber ja, genau. Da wären wir ja da, wo wir sind. Also von ich glaube, sie könnte es gar nicht aussprechen. Ich habe sie gestern wieder gesehen. Ja, also vielleicht fangen wir ganz am Anfang mal an. Wo ist Michael aufgewachsen, unter welchen Umständen und wie hat sich das entwickelt? So? Also ich bin auf einem kleinen Dorf aufgewachsen, in der Nähe von Wertheim am Main, also in der Nähe von Würzburg. Und habe vier Brüder. Mein Vater war im Staatsdienst, meine Mutter immer zu Hause. Und wir haben als Kinder viel Zeit in der Natur verbracht und sind... sind also sehr, aus der Form würde ich sagen, heute sehr behütet aufgewachsen. Gab ja auch kein Handy und nichts. Wir waren halt lange im Wald, wenn es dunkel wurde, gingen wir heim. Staatsdienst ist Beamter, oder wenn ich fragen darf? Ja, aber, na, nee, war im Angestelltenverhältnis. Ach so, okay. Ich kann es ja sagen, bei der Bundeswehr verantwortlich für Personal. Okay. Und gab ja, also früher, also genau, das haben wir als Kinder ja gemacht. Immer wenn die, waren ja viele Manöver. Ich weiß nicht, wie lange ihr das kennt. War mal als Kind im Wald hat. Ich habe es geliebt. Meine Tante und mein Onkel haben oben auf dem Oschenberg gewohnt. Die hatten ein Haus, auch wollten mit keinem zu tun haben, hatten eine Selbstschussanlage auf dem Grundstück. Und ganz oben waren die Amerikaner. Das war ihr Truppenübungsplatz. Die waren alle sehr freundlich, muss ich sagen. Ich habe das GI-Essen geliebt. Ja. Dieses das Essen, was nicht schimmelt, halt so. Genau, dieses Fertigessen. Und keiner Grund, ich habe es geliebt. Und ich habe immer noch ein paar Hülsen. Ich habe diese Hülsen gesammelt im Matsch und fand das ganz toll. Fühle ich dich voll für ein Kind, denn ich weiß, wie schrecklich Kind ist. Das ist ein toller Spielplatz. Ja, und wir haben immer diese... Wie schrecklich Krieg ist, wolltest du sagen, ne? Wie schrecklich Krieg ist. Genau. Das hab ich gesagt. Kind sein ist nicht so schrecklich. Nein, ich meinte, für ein Kind, das nicht weiß, was damit gemacht wird, sind das tolle Sachen. Ja, wir haben immer diese Leuchtstäbe da gesammelt. Auch, diese Knickwärme gegen halt. Die sind ja erst... Dann in den 90ern für den Otto-Normalverbraucher, die hatten ja schon das vorher. Genau. Ja, und dann, ich sollte eigentlich, wenn es um meine Eltern ging, Priester oder Beamter werden. Das war so der Berufswunsch. Ja. Deshalb habe ich dann mit Latein angefangen im Gymnasium. Und bin dann aber mit meinem Rebellentum, war schon immer so ein bisschen rebellisch. Meine Mama hat gesagt, ich war immer ein gut gelaunter Rebell. Früher auch schon. Und bin dann vom Gymnasium leider geflogen, musste ich verlassen, ein paar Dinge angestellt habe. Und musste dann auf die Hauptschule, weil ich mit Latein angefangen habe. Habe ich dort dann, da war eine schwierige Zeit auf der Hauptschule, weil ich musste in die Hausaufgaben, also ich musste in die lernen. Ich hab halt Dinge schnell machen können und das haben so die anderen eben nicht so gut verstanden. Von daher war ich da eher ein bisschen Außenseiter und habe dann halt Wirtschaftsschule, Wirtschaftsgymnasium und dann duales Studium in Stuttgart gemacht und bin dann dort hängen geblieben nach dem Studium. Und habe dort dann halt meine Firma gegründet, weil ich schon während dem Studium halt, also wenn man vier Brüder hat, dann muss man eigentlich ab 14 irgendwie fairen Job machen und musste gucken, dass man selber zurechtkommt. Und das war dann auch immer meins und habe dann während dem Studium, oder dieses BA-Studium hatte den Vorteil, dass man schon Geld bekommt während dem Studium. Also man studiert 3 Monate und drei Monate arbeitet man im Betrieb. Und danach habe ich mich dann direkt selbstständig gemacht. Interessante Laufbahn, vor allem du kommst dann quasi aus in Anführungsstrichen einer Militärfamilie. Ja, ich würde nicht sagen eine Militärfamilie, sondern es ist also sehr mittlerer Dienst, Personalabteilung. Hat es für die Bundeswehr? Für die Bundeswehr, genau. Gut, da gibt es ja wenigstens die Verbindung, kann man schon sagen, weil du interessanterweise gab es jetzt vor kurzem mal irgendwie den Talk zwischen dir und der letzten Generation. Ja. Und da wurde, glaube ich, irgendwie fälschlicherweise berichtet, dass du eine Kooperation angeboten hast. Kann das sein? Genau, es wurde fälschlicherweise berichtet in der Form, was ich als Kooperation angeboten habe. Also ich habe einfach gesagt, ich habe die gute Nachricht für die letzte Generation. Wenn das Thema CO2 die Klimafrage löst, dann löst praktisch das Thema Frieden die Klimafrage. Und deshalb sollten sie doch bitte für Frieden demonstrieren. Und wenn sie sich dann für Frieden vor die Panzer kleben, dann würde ich mich gerne meditierend auch dazusetzen. Okay, also wer ist für dich die letzte Generation? Ja, es sind halt diese Menschen, die sich aus ihrer Überzeugung im Moment auf die Straße kleben und eine Heidenangst haben vor dem Thema, dass die Welt untergehen könnte in kürzester Zeit. Ist aber natürlich von amerikanischen Thinktanks gesteuert und bezahlt. Und also ist mir schon bewusst, aber man kann einfach mit diesem Thema Krieg, kann man jetzt natürlich
das Thema Klima eigentlich, oder die große Lüge um dieses Thema, kann man eigentlich ganz eindeutig aufzeigen. Also wolltest du da ein bisschen trollen oder war das jetzt wirklich ernst gemeint? Nee, ich wollte einfach zeigen, dass das Thema Klima total über, also wir haben ja zwei Themen, ne? Wir hatten, oder drei Themen, Corona, einzige Lösung, Impfung, Klima, einzige Lösung, CO2-Reduzierung und Krieg, das einzige Thema Waffenlieferung oder Ukraine-Konflikt, das einzige Thema Waffenlieferung oder Frieden. Also man sagt ja, das ist ja das Absurde. Und da kann man ja einfach die Absurdität aufzeigen. Und natürlich wollte ich auch ein bisschen provozieren, klar. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Also da kann man auch davon ausgehen, dass du eine kritische Ansicht hast in Bezug auf Ukraine. Ja, natürlich. Also ich bin Pazifist und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Waffenlieferung einen Krieg schneller beenden. Okay, vielleicht kann man da auch nochmal später so ein paar Sachen tiefer eingehen, aber jetzt sind wir ja gerade noch ein bisschen so bei der Chronologie. Du bist rausgekommen, quasi hast deine Firma gegründet, bist in diesen IT-Bereich gegangen und so weiter. Wie kam es denn, dass du dich dazu berufen gefühlt hast, sowas wie Querdenken ins Leben zu rufen, dann halt auch Demonstrationen und so weiter gegen diese ganzen Maßnahmen zu organisieren und so weiter? Ja, ich war eigentlich bis 2018 so ganz gut im Hamsterrad, habe dann aber festgestellt, dass, also die Seele hat sich halt gemeldet, hat gesagt, was gibt's im Leben noch? Zwei Autos, drei Autos, noch mehr Uhren, noch mehr Fünf-Sterne-Urlaub, hat halt nicht das Glück erhöht oder die Freude erhöht, sondern ich habe mich dann gefragt, was möchte ich eigentlich mit meinem Leben anfangen? Und habe mich dann so ein bisschen aus der Firma zurückgezogen, habe nicht mehr so viel gearbeitet, habe früher extrem viel gearbeitet. Ich war richtiger Workaholic, habe 60, 70 Stunden die Woche durchaus gearbeitet, war auch viel unterwegs, sei mal für große Kunden, eben wie große Konzerne, auch viel im Ausland unterwegs, habe Softwareprojekte gemacht in Indien, in Japan, in Mexiko, habe dort auch viel von der Welt gesehen und dann hat man sich natürlich schon so ein bisschen gewundert, wo sich die Welt hinentwickelt, auch wie die, sag ich mal, Einkommensverteilung natürlich ist. Man hat auch gesehen, dass vieles, was hier in den Medien berichtet ist, überspitzt dargestellt ist, wenn man dann in den Ländern direkt war. Hat auch, also Indien hat mir extrem gut gefallen, hat dann natürlich gemerkt, dass die Menschen auch mit wenig sehr, sehr glücklich sein können und dass dieser ganze Materialismus vielleicht nicht immer das der Weisheit letzter Schluss ist, sage ich mal. Und dort war dann so dieses, also ab 2018 hatte ich zusätzlich noch das Problem, dass ich 20 Kilo mehr hatte als jetzt, hatte Bluthochdruck. Mein Arzt hat gesagt, hier Cholesterinwerte sind zu hoch, du musst jetzt bis ans Lebensende Tabletten nehmen. Er hat mir nicht gesagt, irgendwie hör mal auf mit Rauchen, trink weniger Alkohol, mach mehr Sport, ernähr dich gesünder, arbeite weniger. Und da bin ich so kritisch geworden gegenüber der Pharmaindustrie. Ich würde sagen, all das zusammen hat dann 2020, glaube ich, dazu geführt, dass ich einfach gesagt habe, jetzt muss man halt was tun. Ich kann nicht einfach daheim rumsitzen und kann sagen, ich akzeptiere das jetzt, dass hier ein Lockdown ausgerufen wird, um uns alle vor einem Virus zu retten. Darf ich mal fragen, dass ich noch ein besseres Bild von der ganzen Situation bekomme, auch mit den Rebellischen und so. Was für ein Baujahr bist du? 1974. 1974. Ja, bin auch Schütze dann, also im November geboren, der ist ja eigentlich sehr freiheitsliebend. Sagt man demnach, das kann ich zumindest für mich bestätigen. Ich habe immer meine Freiheit gebraucht. Und dann kam eben dieser krasse Freiheitsentzug. Und ich habe mich ja selber zwei Wochen ins einschüchtern lassen. Also ich bin auch auf die Propaganda erstmal reingefallen und habe dann aber halt in den zwei Wochen, wo ich mich eingeschlossen habe, festgestellt, da stimmt halt vieles nicht. Und da kam mir vieles einfach komisch vor. Ich sage immer ganz oft, vielleicht sprich nicht für dich, aber auch vielleicht für dich, finden wir Deutschen so, eigentlich glaube ich 90% von den Deutschen sind durch diese 80er-Medien voll in so einer Bubble aufgewachsen. Diese heile Kitschi-Kultur und ja, also viele auf jeden Fall auch. Und auch voll die Propaganda. Und ich gucke immer noch die Propaganda, wenn es mir wieder mal nicht gut geht, weil ja, man ist so gewohnt, diese Popkultur und Rambo und Rocky und die ganze Blasen auch. Und auch was die Welt angeht, man sieht die Werbung und dachte immer, diese der liebe Valensina-Onkel und die ganzen lieben Produkte und ich kenne das ein bisschen, ja. Denke ich mal, es war auch bei dir so ein bisschen ähnlich, ne? Man hat nicht so viel hinterfragt, ne? Ne, man hat gar nichts hinterfragt eigentlich, sondern man war einfach, also ich muss sehr sagen, ich habe mich eigentlich freiwillig ins Hamsterrad begeben und habe gesagt, immer mehr. Wollte ja erfolgreich sein. Ich meine, ich komme aus einer Familie, wo ich immer alles selber erarbeiten musste und das kennt ja wahrscheinlich ihr auch oder in einem Umfeld.
dass man einfach Erfolg haben will. Und Erfolg definiert sich halt in unserer Gesellschaft meistens übers Monetäre. Und darüber, dass man halt vielleicht einen Porsche dann vor der Garage erstmal stehen hat und sagen kann, ich habe es geschafft. Also, man sagt ja, mein Haus, mein Boot, mein Auto. Genau, ja. Und das war auch ganz lustig. Ich habe im Gefängnis halt viele Leute kennengelernt, die auch gesagt haben, ich will dann später mal einen Porsche haben. Und ich will, dann habe ich gesagt, mach dich genau wahrscheinlich 30 Tage glücklich. Also brauchst du ihn gar nicht kaufen, mieten dir vielleicht für 30 Tage und dann guck mal, ob du dann glücklicher bist. Aber das ist halt schon diese... Es wird uns ja vorgegaukelt in unserer Konsumgesellschaft, dass wir durch Materialismus oder durch mehr haben einfach glücklicher werden. Und das stimmt einfach nicht. Ich weiß nicht, ob du es bestätigen kannst oder ob du es anders geht. Ich habe immer gesagt, wer am glücklichsten ist, der mit am wenigsten lebt. Aber mein Partner, wir haben dann oft darüber diskutiert, ich habe dann auch sein Mindset, es kommt darauf an, was man mit dem Geld macht. Mhm. Ne? Also braucht man gar nicht reden, man kann auch was Gutes machen. Es kommt darauf an, was man damit macht. Und ich gebe dir aber genau recht, der Urkern, so dieses Gesundheit innen drin, das Verhältnis, sag ich, mit Gott oder nennst du Macht oder so, das ist der Urkern, genau. Aber dann doch, denke ich, man braucht es auch in der Welt, wo wir leben, eine gewisse Freiheit. Und was ganz wichtig ist, ich glaube, so ähnlich ist es auch, wie man so eine Gewaltspirale durchbricht. Mhm. Man muss es erstmal können. Und es ist für denjenigen auch mal ganz gut, wenn er den Porsche hatte. Das auch für sich zu irgendwie, dann kann man auch erst wissen, ob er es wirklich drauf verzichtet. Ne? Ja. Weil viele Leute bekommen was nicht und reden sich ein, sie wollen es irgendwann nicht mehr. Aber dabei bekommen sie es nur nicht. Aber ich bin da auch ein bisschen, so auch deiner Meinung, aber ein bisschen Geld muss sein. Ja, natürlich. Also ich sage nur, es machen halt drei Autos machen nicht glücklicher als eins. Aber ein Auto zu haben ist gut und natürlich auch sich nicht Sorgen machen zu müssen morgens oder wie zahle ich meine Miete und so weiter. Also diese Grundbedürfnisse müssen natürlich abgedeckt sein. Zu viel Sonne macht eine Wüste, sage ich immer. Ja, aber ihr kennt ja auch das, der Ernst Volt war ja auch bei euch. Also er hat ja zum Geldsystem auch schon seine Meinung gesagt. Ich habe im Gefängnis mich auch nochmal extrem damit beschäftigt. Und Geld wird einfach aus dem Nichts geschöpft. Und das Einzige, was du, sag ich mal, nicht kaufen kannst für Geld, ist Lebenszeit und Gesundheit. Ja. Und so, eigentlich heißt die Formel dann immer, tausche Lebenszeit gegen nichts. Ja. Und ich habe halt im Gefängnis jetzt wirklich extrem viel Zeit gehabt, auch so alte Sachen zu lesen. Aus 1919, Hermann Hesse, Rückkehr von Zarathustra. Da denkt man, das ist heute geschrieben. Oder Rudolf Steiner hat damals auch schon gesagt, Geld ist ein Machtmittel der Reichen, um die Armen zur Arbeit zu zwingen. Und über solche Dinge muss man halt nachdenken. Und da ist eben viel Ungerechtigkeit und viel Ungleichheit da. Und ich habe natürlich im Gefängnis auch, sag mal, in eine ganz andere Welt Einblick bekommen. Ich hätte es mir nicht vorstellen können, dass es in Deutschland praktisch Menschen ausländischer Herkunft gibt, die in Deutschland geboren sind, aber die zum Beispiel keine Arbeitserlaubnis haben. Mhm. Also gibt zum Beispiel jemand, also habe ich da getroffen, der aus Eritrea, der ist mit 16 straffällig geworden. Da hat er nie mehr eine Arbeitserlaubnis gekriegt. Ich meine, da brauchst du dich nicht wundern, was der dann in seiner Zukunft macht. Der darf ja gar nicht mehr offiziell arbeiten. Ja. Dass er dann natürlich Drogen verkauft und irgendwelche anderen Wege sucht, um sich sein Leben zu finanzieren, ist ja logisch. Aber ja, wie einer meiner besten Freunde, der gestern bei mir war, der aus einer Familie kommt, hat er auch oft dann auch immer, kriegt er dann das immer ab. Der hat noch nie Scheiße gemacht, macht es immer ehrlich und dann oft auch kriegen immer die falschen Leute das ab. Genau. Ich will aber nochmal sagen, ohne jetzt deine Meinung anzufechten, aber zum Beispiel in jetzt Gefängnis. Ganz viele in Deutschland sitzen, es gibt Leute, die schlimme Sachen gemacht haben, die nicht sitzen, glaube ich, sagen ja alle, aber auch ganz viele sitzen wegen Kohle, so viel zu Geld. Ja. Ich hätte gern scheiß viel Geld, da würde ich allen auch, weil Freiheit ist auch leider mit Geld bezahlt. Wir bezahlen für ganz viele Sachen, die wir eigentlich von Gott oder so, von der Natur, nennen, wie du es willst, bekommen haben. Ne? Ja. Und deswegen eigentlich, glaube ich, ein Mann macht, das Geld macht kein Mann, aber ein Mann muss Geld machen. Ne? Ja, das ist, wenn man bei den bestehenden Modellen bleibt. Aber wenn ich natürlich sage, ich habe ein besseres Geldsystem, vielleicht auch ein Geldsystem, was nicht mehr der Regierung gehört oder den Zentralbanken, wenn ich darüber denke, wie ist denn das Vermögen auch verteilt in der Gesellschaft, dann kann ich natürlich diese Probleme lösen. Aber diese Geld- und Machtkonzentration und das, sagen wir mal, auch das Zinseszinseffekt und so weiter, der macht der Reiche immer reicher und Arme immer ärmer. Und das sehen wir jetzt halt nach diesen 70 Jahren. Also wir haben ein Geldsystem, das ist jetzt 70 Jahre also seit 1950 eben am Start. Und aus den 100 Millionen, die damals die Bank Deutscher Länder mal hatte als Eigenkapital, sind 238 Milliarden geworden. Und da sieht man einfach mal, was dieser Zinseszinseffekt und was eigentlich mit dem Geldsystem auch passiert. Und das eben, also kann keiner sagen, Reiche werden nicht reicher. Doch, die werden immer reicher, weil wenn das 100 Millionen 238 Milliarden werden, dann brauchst du einfach nichts mehr tun.
Ja, kann man sich darauf einigen auch, dass das Geld an und für sich gar nicht das Problem ist, sondern die Menschen dahinter? Das ist doch immer das Gleiche, oder? Also die Systematiken, egal was es ist, auch die Digitalisierung ist nichts Schlimmes, Technologie ist nichts Schlimmes, Geld ist nichts Schlimmes. Es sind einfach nur korrupte Menschen, die das kontrollieren, die das Problem sind. Ja, würde ich bei, ja, aber es gibt auch so ein paar Konstruktionsmechanismen, die wir einfach nicht hinterfragen, wie zum Beispiel den Zins. Also ich weiß ja zum Beispiel, dass in islamischen Ländern ist ja Zins verboten, weil er einfach schlecht angesehen wird oder teilweise in islamischen Ländern. Und von daher muss man sich schon die Konstruktion auch angucken und auch, dass Geld einfach aus dem Nichts erzeugt wird und dann von der Regierung bzw. von den Banken kontrolliert wird. Da sehe ich schon auch, dass ein Konstruktionsmechanismus ist und dass es nicht nur die Menschen sind. Die Menschen fallen dann auf diese Mechanismen einfach rein und nutzen sie halt im Alltag. Ich verstehe, was du meinst. Da würde mich mal das mit den islamischen Ländern, das ist bei uns definitiv nicht. Ist nicht so, okay. Nee, ja. Also im Iran gibt es auf jeden Fall Zinsen. Ja. In der Türkei gibt es auch Zinsen und so weiter. Aber vielleicht gibt es da bei den ganz Oberreichen irgendwo in Saudi-Arabien und Dubai und so, vielleicht haben die keine Zinsen. Ja. Ja, da würde ich auch verstehen, warum. Ja, das aber ist sehr interessant, ist weil du es ansprichst gerade. Es steht ja im Koran tatsächlich und ich war so naiv, ich habe gedacht immer, die ganzen islamischen Banken arbeiten schon mit einem anderen Zinssystem. Nee, bei uns gibt es auf jeden Fall Zinsen, aber ich meine, das ganze Zins- und Zinseszinsmechanik ist entstanden durch Menschen. Die ist nicht irgendwie von Gott hier runtergeschickt worden oder hat sich aus dem Nichts entwickelt. Und spätestens nach der ganzen Geschichte in den 20er Jahren, vor allem mit der Warburg Bank und der Federal Reserve und so weiter, haben wir ja gemerkt, in welche Richtung das alles dann geht. Spätestens dann nach der Entkoppelung von materiellem Wert, also 1971, Silber und Gold. Ja, dann das müsste ja die Nixon-Ära gewesen sein. Mhm. Ne? Dann hatten wir dann dieses ganze Fiat-Geld, also eigentlich aus dem Nichts gedrucktes Papier oder irgendwelche Zahlen auf dem Computer. Mhm. Warum heißt es Fiat-Geld, Baby? Fiat heißt einfach lateinisch, es werde. Ach so, ich dachte wegen der Autos. Nein, das Auto hat, vielleicht hat das Auto danach dann damit was zu tun gehabt. Aber letztendlich, worauf ich hinaus will, ist, viele Menschen haben diese ganzen Systeme dazu modelliert, um eine gewisse Schicht, nennen wir sie die Elite, mächtiger zu machen und das Volk ohnmächtiger zu machen. Mehr absolut oder weniger. Genau. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir in so einer Situation drin sind, die halt Menschen geschaffen ist, da ist es halt immer ganz gut, dass man diese ganzen Missstände versteht, sie analysiert und sie aufarbeitet. Vielen Leuten fehlt aber dann trotzdem der wichtigste Ansatz, und zwar eine Alternative zu bieten. Und jetzt kommen natürlich einige Leute dann um die Ecke und betrachten die neue Kryptowährung zum Beispiel als die Alternative, die als Fiat Money lustigerweise geboren wurde. Was sagst du denn dazu? Also wir müssen jetzt aufpassen, wenn du den Begriff Krypto verwendest, dann müssen wir aufpassen. Also für mich ist einfach Bitcoin eine sehr gute Lösung, weil die wird eben nicht aus dem Nichts geschaffen, sondern die wird eben mit Energie berechnet und gespeichert. Ich selber komme ja aus der IT, ich beschäftige mich seit 2013 mit Bitcoin. Ich habe mir die Technologie angeguckt. Ich betreibe auch Netzwerkknoten für Bitcoin, das ist ein dezentrales Netzwerk. Also man kann sagen, dass Bitcoin macht das Gleiche, wie das Internet gemacht hat für die Kommunikation, macht Bitcoin eben für das Thema Geld. Das ist ein dezentrales System, was nicht abschaltbar ist. Aber wo ist da der tatsächliche Gegenwert? Der tatsächliche Gegenwert ist, dass du viel Energie brauchst, um praktisch diesen Bitcoin zu berechnen. Und jemand, der Bitcoin, also erstmal Bitcoins sind begrenzt auf 21 Millionen. Es wird nie mehr als 21 Millionen Bitcoin geben. 19,5 Millionen sind ungefähr schon erzeugt. Um diese Bitcoins zu berechnen, brauchst du ganz viel Energie. Und Energie kostet ja Geld. Das heißt, das, was eigentlich jetzt in dem Kurs eingepreist ist von Bitcoin, sind auch eben unter den derzeitigen wirtschaftlichen Bedingungen, was kostet es, diese Miner zu betreiben. Und deshalb gibt es ja auch zum Beispiel von Greenpeace diese große Forderung, oder generell, man muss ja nur gucken, wie die Zeitungen über Bitcoin schreiben und was die Leitmedien dazu sagen. Die greifen das ja sehr an und sagen, es würde viel zu viel Energie verbrauchen, es wäre deshalb schlecht, es wäre umweltschädlich etc., stimmt aber gar nicht. Sondern viele der Miner sitzen ja direkt neben Stauseen oder nutzen alternative, regenerative Formen von Energie. Kannst du uns mal bitte erklären? Kannst du mal ganz kurz erklären, wie das jetzt aussehen soll? Also wie genau ist das mit der Energiegewinnung? Was hat das mit einer Währung zu tun, die eigentlich nicht existiert, außer in einem Computer? Und ich verstehe gar nicht, warum das Energie zehrt, diese Währung. Also generell geht es ja darum, wenn du Computersysteme baust und du möchtest, dass Computersysteme nicht übernommen werden können von der Gegenseite, weil wir haben ja eine mächtige Gegenseite, die es wahrscheinlich nicht gut findet, wenn jetzt Geld dezentral funktioniert,
dann musst du gucken, dass diese Computersysteme nicht übernommen werden können. Das kannst du einmal machen über Dezentralisierung, so wie es im Internet ist. Also im Internet ist einfach so, wenn du ein paar Server abschaltest, wisst ihr wahrscheinlich selber, das ist nicht schlimm, sondern dann macht man einfach wieder neue Server und dann geht's weiter. Das Internet wurde eigentlich zentralisiert wieder durch die Plattformökonomie, die oben drauf gesetzt wurde. Also das ist ein Google, Facebook, YouTube etc. Also wir verwenden ja heute das Internet gar nicht mehr so, wie es gedacht war. Früher gab es mal ganz viele Webseiten. Und bei Bitcoin ist es jetzt so, dadurch, dass dort Werte gespeichert werden, musst du ja gucken, dass dieses System nicht von der Gegenseite einfach übernommen werden kann. Das heißt, du musst die Hürde relativ groß machen, dass jetzt jemand einfach sagt, ich kaufe dort alles, kaufe das ganze Bitcoin-Netzwerk und dann ist es meins und damit habe ich ja die Währung übernommen. Und dementsprechend ist es so, dass dieses Bitcoin-Mining-Netzwerk einmal über diese besondere Hardware, die man dort braucht, also die kann man nicht unendlich erzeugen, einfach aus dem Nichts, einmal beschränkt ist. Und das Zweite ist, sie ist über diese Energiemenge, die dort gebraucht wird, beschränkt. Und um das Bitcoin-Netzwerk zu übernehmen, müsste jetzt ein Gegner permanent gleich viel Energie aufbieten wie die ganze Bitcoin-Community. Und das ist richtig viel und das kann kein einzelnes Land mehr praktisch schaffen, um das vielleicht abzukürzen. Aber das, wenn du das jetzt mit dem Internet vergleichen willst, wo dann irgendwas, was pseudo-dezentral war, weil wir wissen, dass das von den Geheimdiensten programmiert wurde und etabliert wurde und auch an die Menschen weitergegeben wurde, da ging es jetzt nicht darum, dass die Menschen sich untereinander unterhalten können. So, ne? Das hat man jetzt auch gesehen, das Internet ist der größte Schaden innerhalb der letzten 30, 40 Jahre, wenn du mich fragst. Aber hat auf der anderen Seite natürlich auch Wege bereitet, um sich selbst dann irgendwie zu positionieren und so weiter. Wir würden jetzt hier nicht sitzen ohne das Internet, sage ich mal so mehr oder weniger, hat so seine Vor- und Nachteile, aber ich würde sagen, heutzutage im Jahre 2023 sind die Nachteile bedeutend größer als die Vorteile. Da stimme ich dir absolut zu. So, und wenn wir dann jetzt die Sache dann weiterspinnen und wir haben da so eine dezentrale Währung und so weiter, die aber meiner Meinung nach trotzdem Quatsch ist, weil die ist halt in nichts gedeckt. Früher hattest du einen Haufen Gold und hast halt Papier ausgestellt für dieses Haufen Gold, dann konnte man sich mal darüber unterhalten, was zum Teufel hier los ist und musste keine Bücher darüber schreiben, dass der jetzt endlich mal versteht, wie Bitcoin überhaupt funktioniert. Und auf der anderen Seite hast du dann Russland, China und so weiter, die ja ihre zentralen Bankgelder jetzt mittlerweile schon digitalisiert haben oder digitalisieren wollen, dann in Ethereum oder wie auch immer. Und das sind dann schon dann bedenkliche Züge, die schon wieder in dieselbe Richtung gehen könnten, wie das, was wir jetzt gerade schon wieder ausüben können. Also nimmt man eine Maske ab und setzt eine andere wieder rauf. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es zum Vorteil der Bevölkerung sein wird. Also es waren jetzt schon viele, viele Punkte, die du jetzt auch natürlich auf einmal rausgehauen hast. Also ich stimme dir vollkommen zu, dass die Digitalisierung im Moment schlecht ist. Da sehe ich auch sehr, sehr kritisch. Deshalb habe ich mich auch in eine digitale Auszeit begeben und das gemacht. Aber das ist ja deshalb, weil das Internet nicht mehr so dezentral funktioniert wie früher, sondern es gibt ja jetzt Google, Facebook, YouTube, Amazon. Es gibt ja eigentlich nur noch diese, sagen wir mal, die fünf großen Konzerne, die das ganze Internet beherrschen. Und die Menschen verwenden auch das Internet nicht mehr so, wie es früher gedacht war. Wenn wir es so verwenden würden, wie es gedacht wäre, würden wir verschlüsselte E-Mails hin und her schicken. Und würden dezentral und sicher kommunizieren und ihr hättet wahrscheinlich eine Webseite, wo euer Format drauflaufen würde. Er hätte natürlich den Nachteil, dass ihr dann selber drum kümmern müsstet, dass die Menschen euch finden. Aber wir hätten ein richtig dezentrales Internet. Und jetzt zum Thema Gold. Also Gold ist natürlich gut als Wertspeicher. Wir müssen ja auch mal gucken, was hat eine Währung für Funktionen. Das eine ist eine Wertspeicherfunktion, das andere ist die Zahlungsfunktion. Du kannst halt mit deinem Goldbarren jetzt schlechter ins Café nebenan gehen und kannst sagen, hier, ich möchte mal mitbezahlen. Das geht aber zum Beispiel mit Bitcoin dann sehr, sehr gut. Und ich sage ja auch nicht, dass Bitcoin die einzige Lösung sein soll, sondern wir brauchen immer einen guten Mix. Wir müssen natürlich gucken, dass wir Bargeld erhalten, weil Bargeld ganz wichtig ist, auch von der Anonymität. Dann finde ich natürlich Edelmetalle auch richtig gut. Und Bitcoin ist einfach die dritte Alternative für mich, die alle Nachteile, die die anderen beiden haben, wobei, nee, Bargeld nicht, aber die Nachteile, die Edelmetalle haben, einfach ausgleicht. Fragen, Gold, was ist da danach? Ich bin gar nicht so gut visiert bei diesem Thema wie mein Partner, aber ich denke immer so, die Bauernregel war immer Gold. Kannst du mir mal halt so das erklären? Ja, bei Gold ist halt, das Problem ist einfach, du kannst zum Beispiel jetzt nicht in den Flieger steigen und einen Goldbarren mitnehmen. Das heißt, du hast schon mal das Problem mit dem Transportieren. Falls du jetzt irgendwo hin möchtest. Dann musst du ja auch jemanden finden, der es dir zu einem fairen Preis wieder abnimmt, wenn du in Not bist. Das Problem kennst du selber, wenn du in Not bist und verkaufen musst, kriegst du wahrscheinlich einen schlechten Preis. Und es ist halt als Zahlungsmittel ganz schlecht geeignet. Ich weiß, es gibt die Lösung, man kann ja Silbermünzen kaufen und es wird immer vorgeschlagen, Gold praktisch als Wertspeicher zu verwenden und dann Silbermünzen praktisch zu nutzen, damit man kleinere, also so einen, nicht Krügerrand, sondern
Also es gibt Silbermünzen, die sind also 12,50 Euro wert ungefähr vom Gegenwert. Und dann kann man die verwenden. Weil die Münzen verstehe ich ja noch, die haben dann meistens ja auch irgendeinen traditionellen Wert oder einen ideologischen oder so. Ja. Aber bei Barren, also ich habe viel Scheiße gemacht, aber das hatte ich noch nicht zum Beispiel. Ja. Ich hatte noch nie so eine Goldbarren. Und aber da wäre ich jetzt naiv gewesen. Ich hätte gesagt, klar sind die registriert bestimmt irgendwie, aber dass man die schon bei jeder bestimmten Bank irgendwo in der Stadt abgeben kann und dass da mal so ein angegebener Kurs ist. Das ist jetzt gar nicht der Punkt, finde ich. Der Punkt ist einfach, dass früher, wenn du Geld erhalten hast, du hast einen Dollar erhalten, dann war er gedeckt in Silber oder Gold. Ja. Also es war nachvollziehbar. Genau. Heutzutage kannst du einfach irgendwelche Zahlen im Computer, kannst du dir erschummeln und kannst erzählen, dass du kannst, so viel. Du kannst sie eben nicht erschummeln, sondern es wird berechnet durch sehr komplexe Algorithmen. Ich rede nur von Bitcoin. Über die anderen. Ich rede über Geld. Über das traditionelle Geld. Achso, über das, okay. Das meine ich damit. Ja. Also da wurde irgendwann dann aus Luft einfach Geld gedruckt. Genau. Und damit konntest du Inflation steuern, du kannst Geldmenge steuern, damit kannst du die Zivilisation steuern. Und solange wir ein korruptes System im Hintergrund haben mit irgendwelchen Banken und irgendwelchen Menschen, die dann die Banken betreiben, da kommen wir wieder zum Punkt, dass es immer Menschen sind. Und du hast Korruption in der Politik und diese Leute, die regulieren das Ganze für die Bevölkerung. Ja. Wenn du mich fragst, da kann Bitcoin kommen oder was auch immer. Solange diese Leute am Start sind und sie die Regulierung für die Bevölkerung in der Hand haben und Korruption herrscht, dann wird es nie zu einem Punkt kommen, wo die Bevölkerung dann wirklich auch mit der Bevölkerung transparent umgegangen wird und dass sie dann auch die Vorteile genießt aus dem System heraus. Aber das geht ja bei Bitcoin nicht mehr. Bitcoin kann die Regierung nicht erschaffen. Es geht nicht. Das ist genau dieser Unterschied. Bitcoin sorgt für eine Trennung von Staat und Geld. Im Moment kann dir der Staat zur Zentralbank sagen, ich brauche 2 Billionen. Die Zentralbank stellt das halt her. Aber ist Bitcoin nicht einfach nur eine Kryptowährung? Und da gibt es doch ganz viele andere. Und wenn wir jetzt Ethereum zum Beispiel nehmen, was dann ein staatliches Geld dann wird, irgendwo in Russland oder in China oder wie auch immer, dann ist es doch eigentlich nichts anderes als Cousin und Cousine, oder nicht? Nee, eben nicht, weil es unterschiedliche Technologien sind. Also ich hatte gerade vorhin gesagt, also ihr müsst einfach mal gucken, wie Bitcoin angegriffen wird. Und es wird versucht, dieses Berechnungsverfahren, was da hinter Bitcoin steht, was dieses Netzwerk sichert, das soll ausgehebelt werden. Okay. Und das haben sie bei Ethereum ausgehebelt, das haben sie nämlich auf Proof of Stake. Also Bitcoin hat Proof of Work als Sicherungskonzept, das heißt, da muss richtig Arbeitsrechnung gemacht werden. Bei Proof of Stake ist es so, derjenige darf bestimmen, der mehr hat. Ah. Also das heißt, bei Ethereum ist es schon so, dass die Elite wieder sagen kann, wir haben in dem alten System am meisten Geld, also kaufen wir uns auch am meisten Ethereum und damit können wir es wieder übernehmen. Das geht bei Bitcoin eben nicht, weil Bitcoin muss einfach dezentral berechnet werden und wird über ein Netzwerk sichergestellt. Mache ich sehr oft, ich zitiere meinen eigenen Partner, sehr selbstverliebt, aber er sagt immer, solange die Quelle sich nicht ändert, muss man auch das Produkt nicht wechseln, weil wenn die Quelle halt vergiftet, wird es auch nie besser. Und ich war die ganze Zeit bei einem Gedankenzug. Ich finde, selbst Zinsen, wenn die über humane Art kommen, werden die gerechtfertigt. Wenn ich ihn nicht kenne, aber wir haben also zum Beispiel Person X jetzt, er hat viel Vermögen, er hat jahrelang dafür hart gearbeitet. Ich habe eine Geschäftsidee. Ich sage, kannst du mir bitte helfen, das zu verwirklichen? Wenn ich dann meinen Gewinn nächstes Jahr mache, sind ja auch dann im Prinzip Zinsen, gebe ich dir halt diese Beteiligung. Das ist dann auch noch, eigentlich kann man das meiste machen halt, wenn es kommt drauf an, wie man es macht. Ne? Ja, und vor allem, also der Zins allein ist ja nicht das Problem. Das Problem ist der Zinseszinseffekt. Du kennst vielleicht dieses Märchen mit diesem, kommt einer zum König und der König sagt, du hast so gut gearbeitet und ich kann dich belohnen. Und was willst du denn? Und er sagt einfach, ich hätte gerne ein Reisbrett voll mit Reis. Und es soll so funktionieren, auf jedem Feld verdoppelt sich praktisch die Menge. Also auf dem ersten Feld legst du ein Reiskorn, auf das zweite 2 Reiskörner, aufs nächste 4, 8 und so weiter. Und am Ende ist es so, was denkst du, was rauskommt? Ich sag einfach viel. Ja, genau. Also es reicht all der Reis der Welt nicht, um diese Forderung zu erfüllen, weil das ist einfach diese Exponentialfunktion. Also der König hätte das nie erfüllen können und so ist es halt auch mit dem Zinseszins. Du musst dir einfach vorstellen, das Zinseszinssystem gibt es ja, sagen wir mal, fangen wir mal an bei Jesus Christus, wahrscheinlich schon vorher, aber da hat ja der Markus Krall auch schon dieses schöne Beispiel gesagt. Ich glaube, wenn du eine Goldmünze damals hättest, wären das inzwischen durch den Zinseszinseffekt 355 Mal die Erde, was du praktisch aus dieser Goldmünze geworden wäre. Na super.
Da gibt es, glaube ich, keine Diskussion. Da sind wir uns alle einig. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Versklavungsmechanismus. Ja? Und das kann man auch eigentlich, Reparationen sind eigentlich auch dieses ganze System, sind eigentlich nur umbenannt oder ein bisschen anders gemanagt, so mehr oder weniger. Und so kannst du halt ganze Nationen eigentlich zu Langzeitsklaven machen. Ich glaube, dann zum Ende des Zweiten Weltkrieges, jetzt um nicht immer nur über Europa zu reden, wäre auch Japan zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür. Da sind die Reparationszahlen so hoch gewesen, die prozentuale Reparationszurückzahlungen waren eigentlich unmöglich zu bewerkstelligen. Und so hast du eigentlich eine Sklavennation geschaffen. Und was dann mit Japan geworden ist und wo Japan eigentlich herkommt traditionell, das kann sich ja jeder mal ein bisschen so reinziehen, dann sieht man auf jeden Fall, dass die Kurve da extrem nach unten gegangen ist, nur nicht in Hinsicht technologischer Entwicklung. So. Ja. Und das ist halt natürlich ein großes Problem, aber da schließen wir vielleicht mal den Finanztalk erstmal ganz kurz ab. So. Und das ist natürlich für die Leute da draußen wahrscheinlich spannend, die können sich dann sehr gerne natürlich dann selber nochmal weiterbilden und gucken, was ihre eigene Meinung ist. Aber wir waren natürlich dann bei dem Punkt, wo du quasi angefangen hast, dich umzuorientieren. Mhm. Und dann bist du natürlich eine sehr kontroverse Figur geworden durch dein Engagement in der Öffentlichkeit und dann auch natürlich durch die Berichterstattung. Das ist ja immer ganz, ganz wichtig. Ja, die Berichterstattung kann natürlich entscheiden, ob ein Mensch gut ist oder ob ein Mensch schlecht ist im Auge der Bevölkerung. Fühlst du dich im Nachhinein quasi ungerecht behandelt? Ich weiß nicht, ob ich mich ungerecht behandelt wird. Ich bin ja auch ein spiritueller Mensch und ich habe immer so eine Meditation gemacht, das ist ja ganz lustig, die heißt, ich möchte hinter den Vorhang schauen. Und da habe ich immer gedacht, das passiert praktisch in der Meditation irgendwas. Aber in Wirklichkeit habe ich ja jetzt in der wahren Welt hinter den Vorhang gesehen und habe letztendlich gesehen, was passiert. Und das waren eben meine Erlebnisse jetzt innerhalb mit den Demonstrationen, wo ich einfach sage, ich mag dieses Wort aufgewacht nicht so, aber ich habe natürlich jetzt mal sehen dürfen, wie die reale Welt aussieht und habe eigentlich vorher, es gibt ja, weiß ich jetzt nicht, der Film gerade heißt, wo einer in so einer Simulation lebt und am Ende praktisch findet er die Tür zur richtigen Welt. Matrix? Matrix war es nicht, sondern kommt mir nachher vielleicht noch. So. Da gab es ja ganz viel. The Fifth Floor oder Fourth Floor gab es da irgendwas, dann gab es noch... Wir haben auch einen zusammen gesehen, Player 59 oder... Nein, das ist er nicht. Auf jeden Fall. Steigt auf jeden Fall aus der Simulation und mir kam es auch so, genau, also, oder wenn wir Matrix gehen, ne, rote oder blaue Pille. Und Matrix ist eigentlich ein ganz wegweisender Film, weil er die sehr, sehr genau eigentlich das Problem anspricht und natürlich auch sagt, viele sind noch gar nicht bereit zum Abkoppeln. Du kannst sie praktisch gar nicht abkoppeln, die sind so auf dieses System angewiesen und müssen eben im System weiterbleiben. Muss ich mal unbedingt gucken, ich habe ihn echt noch nicht gesehen, aber ich weiß, es ist ganz safe, ganz viele Leuten reißt es dann den Boden weg, manche sind sauer, manche fallen in eine Sucht, manche kriegen sogar Psychosen, wenn die dann wirklich jahrelang in diesem Hamsterrad, wie du es genannt hast, sich da zum Teil selbst versündigt haben oder einfach passiv Teil des Unsinnwahns. Die drehen auch oft durch und manche Leute, sage ich immer wieder den Spruch, wollen das Meer nicht zurückschwimmen. Die haben dann lieber das Mindset, ich bin jetzt 30 Jahre die Richtung geschwommen, ich habe noch nicht 30 Jahre umsonst geschwommen, ich bleibe jetzt in der Richtung. Ja, absolut. Sind da nicht Parallelen auch da zum Gefängnis? Ich meine, das ist doch auch eigentlich jetzt passend zu deiner Person halt auch. Es gibt halt Leute, die sind ans Gefängnis so sehr gewöhnt durch Langzeitstrafen, dass sie in der Realität auch gar nicht mehr klarkommen wollen. Mhm. Ja, manche Leute machen extra Scheiße oder sagen, ich will gar nicht raus. Das kann gut sein, ja. Es gibt ja diese eine Szene dort bei der Matrix, da wo Cypher dort dann vor dem Agenten sitzt, vor Agent Smith und in das Steak reinbeißt und sagt, Unwissenheit ist ein Segen. Ja. Weil ich glaube, das ist halt sehr bezeichnend für diese Leute dann auch. Ist jetzt, glaube ich, auch in der Corona-Aufarbeitung, vielleicht wenn wir da jetzt den Sprung machen, auch ein Thema, dass viele Menschen wollen gar nicht wissen, was da passiert ist. Sondern sagen jetzt einfach, zum Glück ist vorbei. Aber ich möchte gar nicht mehr näher hingucken, weil dann müsste ich mir eingestehen, dass ich vielleicht auch Dinge gemacht habe, die eigentlich mit meinem Gewissen oder mit meiner inneren Kohärenz gar nicht vereinbar sind. Ja, dann lass uns doch direkt bei dem Punkt bleiben. Was ist denn passiert, deiner Meinung nach? Ja, was passiert ist, dass es eine weltweite Übung gab, die hieß Event 201, wo man mal eine Pandemiesimulation gemacht hat. Und die hat man dann auch unter Realbedingungen durchgeführt. Und ich glaube, für diejenigen, die es gemacht haben, war es ein großer Erfolg. Aber sie haben auch nicht damit gerechnet, dass es so viel Gegenwehr von der Bevölkerung gibt oder dass so viele Menschen einfach diese vielen Missstände, die Widersprüche, die dort waren, dass sie die nicht erkennen. Und jetzt, um wieder auf die spirituelle Seite zurückgekommen, ist, glaube ich, ein großer, großer Bewusstseinswechsel da auf der Welt, wo die Menschen eben ins Bewusstsein kommen, dass es
andere Werte gibt und andere lebenswerte Dinge, andere Formen des Zusammenlebens. Aber wie gesagt, ich habe 1919 eben die Dinge gelesen. Ich komme mir vor, so ein bisschen wie in einer Zeitschleife. Also auch damals wurde schon berichtet, dass die Menschen nicht aufgewacht sind, dass sie viel zu viel konsumieren, dass sie eigentlich nicht in der wahren Welt leben, sondern in einer künstlichen Welt. Mhm. Und kommt mir so ein bisschen vor, wie so wellenförmig, dass es immer hoch und runter geht. Und sag mal, die Freiheitsbewegung, ich habe im Gefängnis viel gelesen zum Thema 68er natürlich, auch zum Thema Anti-Atomkraftbewegung. Und wenn man das dann liest, dann erkennt man einfach, oh, die ganzen Dinge waren schon da. Sie sind jetzt einfach nur nochmal in verstärkter Form nochmal rausgekommen. Also wenn du jetzt über die 68er-Bewegung zum Beispiel redest, ist ja auch interessant, weil das war ja eine dominanterweise linke Bewegung natürlich. Ja? Also wenn man sich jetzt die Galionsfiguren vor allem anguckt, ob das jetzt ein Rudi Dutschke war oder ein Cohn-Bendit oder wie auch immer, so dann hast du jetzt einen Cohn-Bendit, der ist immer noch ein Grüner halt, aber Rudi Dutschke ist halt nicht mehr da. Und es gibt einen großen Unterschied, glaube ich, zwischen 68er-Linker und heutzutage Linken. Das ist so nochmal so eine Frage für sich. Aber an und für sich gab es ja natürlich dann immer die Diskussion um Ballweg und Querdenken, rechts oder links. Mhm. Oder vor allem natürlich, ob sich die Frage gestellt hat, ob ihr links wart, glaube ich, das gab es eher nicht. Da gab es dann eher so die Vorwurfshaltung, dass ihr rechtes Gedankengut bedient, auf der anderen Seite auch Rechte toleriert oder mit Rechten wird mitmarschiert und dieses ganze Zeug. Was ist deine Einschätzung? Ja, meine Einschätzung ist, ich habe von Anfang an gesagt, also dass wir eine gewaltfreie Bewegung sind, eine friedliche Bewegung, dass wir jede Art von Extremismus, Antisemitismus und Gewalt ablehnen und dass das eben der Raum ist, in dem wir uns bewegen. Und übrigens ist das Versammlungsrecht auch so ausgelegt in Deutschland, dass du Teilnehmer eben nicht ausschließen kannst, außer sie sind gewalttätig oder extremistisch oder machen irgendwas Illegales. Mhm. Und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Dass wir auch sagen, ich gehe raus aus dieser Spaltung. Wir könnten jetzt mal über die Begriffe anfangen zu diskutieren. Was heißt denn rechts, was heißt denn links? Das ist ja auch alles verdreht und vertauscht, weil ich würde durchaus sagen, dass man die heutigen Positionen, die es bei Querdenken gibt, auch durchaus als links bezeichnen könnte. Zum Beispiel das Thema Geld, was wir ja gerade besprochen haben, Geldverteilung und so weiter. Also da müsste man ganz klar einsteigen, was heißt denn eigentlich links und was heißt denn eigentlich rechts? Und ist ja alles verdreht heutzutage. Das ist auch eine Frage der Definition mittlerweile. Aber was ist denn links und rechts in deiner Welt? Mir wurde immer in der Schule erklärt, weil mein Vater hat mir erklärt, damals im Reichstag saßen die ganzen mit dem linken Mindset, so kommunistische Bewegung zu, saßen auf der linken Seite ganz einfach. Auf dem rechten Flügel waren die Leute, die eher so nationalistisch unterwegs waren. Genau, die mehr Staat wollten. So wurde es mir erklärt. Genau. Also gut, wenn wir natürlich sagen, klassisch linke Position wäre ja weniger Staat und weniger Eingriffe durch den Staat. Dementsprechend hätte eigentlich Querdenken eine klassisch linke Position insgesamt, hat gesagt, Staat halte ich bitte aus unseren Freiheitsrechten raus. Und die rechte Position wäre ja gewesen, mehr Staat, so wie du auch gesagt hast, mehr Nationalismus und sagen wir mehr Autorität auch. Und das entspricht zumindest meinem Weltbild gar nicht, sondern ich möchte gerne einen Staat, der sich raushält aus meinen Freiheitsrechten und der mir vor allem meine individuellen Freiheitsrechte nicht einschränkt. Das ist natürlich, also ich weiß nicht, ob man da überhaupt heutzutage weiterkommt bei dieser Links-gegen-Rechts-Diskussion. Nee, gar nicht. Deshalb haben wir sie ja von Anfang an gar nicht geführt und haben gesagt, dieses Thema Links-Rechts spielen wir nicht mehr mit. Und wir lassen uns auch, also es sind ja alles ganz einfache Spaltungsmechanismen. Die Menschen werden in kleine Grüppchen eingeteilt, die sollen sich am besten gegeneinander, untereinander die Köpfe klopfen. Dann beschäftigen sie sich nicht damit, wer praktisch oben dafür sorgt, dass alles so unschön ist. Es gibt ja dieses schöne Bild, ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn du rote Ameisen und schwarze Ameisen in ein Glas tust, du schüttelst das Glas, dann fangen an, die an sich zu bekämpfen. Was sich aber keiner fragt, ist, wer das Glas geschüttelt hat. Ja. Dafür müssen wir Applaus geben. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich habe da auch gleich gedacht, irgendwie so damals, die Linken, auch in den 80ern, die Punker, das waren richtig cool Arzen. Und links war auch immer gegen Krieg. Ja, also das genau. War eigentlich fast schon oder, so oder für Frieden. Tenor der Partei, ne? Ja. Für Frieden. Ja, absolut. Völlige Lüge. Von Anfang an. Ganz ehrlich, das merkt man an den amerikanischen Linken vor allem, weil es ganz viel, was hier in Deutschland passiert, ist vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich der Übermacht
zuzuordnen. Mhm. Die Alliierten an und für sich, die Alliierten haben ja immer mehr und mehr quasi so die Daseinsberechtigung verloren und es ging dann immer mehr in Richtung USA. Mhm. So. Und wenn man sich das mal jetzt anguckt, dass dort die linke Fraktion halt Antikriegspartei sein soll, ja, wir hatten Obama als Präsidenten, es tut mir leid, ja, wir hatten Bill Clinton als Präsidenten, das sind alles so linke Demokraten, das sind alles Liberale und so weiter. Und da sieht man, dass da wenig Unterschied besteht. Teilweise ist unter der Herrschaft eines linken Präsidenten sogar ein bisschen mehr Krieg oder Rekorde gebrochen worden in Richtung Drohnentote, bis dann der nächste gekommen ist, um die Rekorde dann wieder zu brechen und so weiter. Also ich halte das wirklich für einen ganz krassen Aberglauben. Die Kriegsindustrie vor allem, Deutschland ist jetzt ein bisschen in Klammern zu sehen, weil natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg dann der Pazifismus dann erzwungenermaßen dann über die ganze Nation gelegt wurde, damit es auch nie wieder vorkommt, dass solche Bösartigkeiten entstehen und so. Aber Bösartigkeiten gab es schon immer auf der Welt. Die gab es bei Genghis Khan, die gab es bei Joe Biden jetzt auch. Ja, so. Absolut. Also das, da können wir uns davon nicht trennen und es ist völlig egal, ob ein linker oder ein rechter Präsident irgendwo in der Machtposition steht. Das Militärbudget muss ausgegeben werden und damit das Militärbudget gerechtfertigt wird, braucht man Konflikte auf der Welt, sonst bräuchte man das Militär nicht. Genau so ist es. So. Also da brauche ich, also kann man ja auch die Bücher von Daniele Ganser lesen und da weiß man über die ganzen Angriffskriege Bescheid, die geführt wurden. Ja. Und natürlich auch, wer davon profitiert. Und dann sind wir wieder beim Geldsystem. Ja. Gibt es natürlich die Investoren, die einfach, und auch beim Zinssystem gibt es einfach die Investoren, die wollen einfach das viele Geld, was gedruckt wurde, aus dem Nichts, einfach effektiv einsetzen aus ihrer Sicht. Und effektiv einsetzen aus ihrer Sicht heißt halt einfach, mehr Geld rauszumachen. Ja. Und der Florian Homm hat ja auch, ich glaube, der war auch bei euch, ne? Der hat immer so schön gesagt, der hat immer gesagt, nimm es nicht persönlich, it's only business. Aus deren Sicht ist es tatsächlich halt nur Business, aber aus der anderen Sicht geht es eben zum Schaden der Menschen. Und Business darf eben nicht zum Schaden der Menschen gehen. Punkt. Und die Leute lassen sich, krass, wenn ich da auch eingehen darf, sehr für dumm verkaufen. Bei Obama zum Beispiel auch, der hat ja, das ist ja erwiesen, auch ganz im Jemen, glaube ich, dann auch Irak und ich habe jetzt nicht die Fakten, so wie mein Partner, den die hätte, aber es ist Wahnsinn. Vor allem Jemen und Syrien, das ist Obamas Werk. Danke. Ja. Und es ist ja wirklich tatsächlich, hat er auch einen Friedensnobelpreis bekommen. Ja, genau. Ist das richtig? Aber absolut unberechtigt. Ja. Aber auch Respekt. Und es war so krass, das war auch wirklich nur die Schale und die Leute sind ausgekreist. Wir haben einen schwarzen Präsidenten, die Dummheit kannte keine Grenzen. Und in einer Woche, wo ein Bekannter erschossen wurde und an seiner Beerdigung noch geschrieben wurde, Verbrecherbeerdigung, von dieser Zeitung, vom Springer Verlag, haben sie Bush als Ehrenbürger Berlins bezeichnet. Ja. Also das sind ja jetzt auch, das ist ja kein Stammtischgequatsch, das sind ja Fakten. Und das den Leuten noch zu verkaufen, da siehst du die Naivität und was ich immer sage, ganz wenige bestialische, berechnende Leute können immer ganz viele Leute, die naiv sind, manipulieren. Ich kann mal ein Beispiel da nennen, was das verdeutlicht. Das sind alles Fakten. Es geht um The War on Drugs in den USA. Mhm. Da wurde dann ein gewisser Herr Biden damals ein Entwurf getätigt hat, der von Präsidenten Bill Clinton unterschrieben wurde und dadurch dann massenhaft vor allem schwarze junge Männer in die Gefängnisse gesteckt wurden, natürlich im Privatsystem, dort profitiert man von Inhaftierten im Gegensatz zu anderen Ländern und diese Geschichte hat für einen großen, großen Schaden innerhalb der afroamerikanischen Kultur vor allem gesorgt, die Familien sind auseinandergerissen worden, von 75% intakten Familien sind nur noch 25% übrig geblieben, Drogenhandel, Alkoholexzesse und so weiter, Gewalttaten, vor allem ohne Ende. Jetzt hat man den als Präsidenten dort, der eigentlich dafür zuständig ist, dass hunderte von Tausende von Menschen einfach in Käfige gesperrt worden. Er hat hunderte Tausend von afroamerikanischen Menschen in einen Käfig sperren lassen, um stolz darauf zu sein, eine Afroamerikanerin, eine Schwarze quasi als Vizepräsidenten jetzt neben sich zu haben und damit angeben zu dürfen. Sie ist ja so quasi das Äquivalent zu Baerbock, also eigentlich jemand mit irgendwie drei Gehirnzellen, die kriegt ja gar nichts auf die Reihe, Kamala Harris. Und wenn man sich das mal jetzt alles so zu Gemüte führt und vors Auge zieht, dann merkt man halt, dass man in so einer Manipulationsblase gefangen ist, wo man durch die Berieselung von Überinformationen und Informationsüberflutung und so weiter im Alltag kaum noch in der Lage ist eigentlich, außer man setzt sich wirklich nerdhaft stundenlang pro Tag an diese Geschichten ran und zerstört damit zum Teil dann auch irgendwie so sein eigenes Bewusstsein und seine Psyche, um überhaupt ein bisschen durchblicken zu können. Und da sind wir im Jahr 2023 und ich glaube, das ist ziemlich schwer, ne? Ja, ich würde jetzt sagen, genau, wir haben jetzt relativ viel negative Energie natürlich gespürt. Und da muss man eben aufpassen, dass man, also es gibt ja, ich sage immer, Unterhaltung ist Untenhaltung, ist Ablenkung. Gut gesagt. Und da müssen wir jetzt auch aufpassen, was wir hier machen, dass wir die Menschen nicht unten halten mit unserer Form der mit diesem Format. Sondern mir geht es ja auch immer darum zu sagen, wie kann ich dann mit solchen Situationen umgehen?
für mich ist einfach so, für mich ist einfach klar, ich kann nicht mehr, also ich kann nicht mehr zurück in dieses alte System und ich kann nicht mehr arbeiten und Steuern erwirtschaften und damit auch noch diesen Staat finanzieren, der sich dann repressiv gegen mich wendet, sondern ich kann einfach nur noch so viel arbeiten, wie ich eben dann als Freibetrag habe. Also ich rufe niemanden hier auf zur Steuerhinterziehung, aber wir müssen uns wirklich bewusst machen, also wir erschaffen dieses System, in dem wir leben, jeden Tag neu. Indem jeden Tag die Menschen einfach in die Fabrik arbeiten gehen, an ihren Arbeitsplatz gehen, einfach das tun, was sie eben den ganzen Tag machen, die Dinge nicht hinterfragen, damit erschaffen wir die Systeme immer neu. Und wir können das System aus meiner Sicht einfach nur verändern, indem wir uns verändern. Jeder Einzelne eben sagt, ich mache bei diesem System nicht mehr mit. Ich mache zum Beispiel, ich benutze eben, also ich kann keine Bankkonten mehr benutzen, weil ich wurde ja rausgeworfen, also alles arrestiert, kriege ich im Moment auch keins mehr. Das heißt, ich muss mich zwanghaft mit anderen Alternativen beschäftigen und deshalb weiß ich, dass zum Beispiel Bitcoin dort gut funktioniert. Aber auch wir müssen uns wirklich eben hinterfragen, auch zu dem Thema, vor der Wahl wird A versprochen, nach der Wahl wird B gemacht. Und trotzdem gehen die Menschen noch wählen und sagen, tut mir diesen Masochismus immer wieder an. Für mich ist einfach die Sache nicht jammern, sondern einfach nicht mehr mitmachen und aktiv drüber nachdenken, was können wir alternativ verändern und auch, wie können wir vielleicht auch in kleinen Communities oder in Gruppen, in denen wir leben, gemeinsam Lösungen erarbeiten. Das ist ein guter Ansatz. Ich applaudiere das aber jetzt pauschal. Ich würde mal gerne mal eine andere Perspektive auf die Deutung von positiv und negativ bieten. Was ich gerade gesagt habe, kommt aus Wut heraus. Ja. Und das deuten Leute als negativ. Und ich glaube, die Leute haben nicht verstanden, was positiv und negativ ist. Ganz ehrlich. In der heutigen Zeit ist es so, dass wenn du solche Sachen ansprichst, ja, dass du in dem Augenblick aus dieser Wut heraus, dass du da als negativ dann quasi dann vielleicht betitelt werden kannst. Aber es ist genau das Gegenteil. Und das werde ich euch jetzt mal ganz kurz versuchen, aus meiner Perspektive mal zu erklären. Und zwar dadurch, dass man diese Missstände dann auch aggressiv anspricht und halt die Eier in der Hose hat dafür auch, vor einer Kamera und so weiter, dann auch genau ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, genau das anzusprechen, was zum Teufel hier schief läuft. Nur so erwirkst du positive Veränderungen. In dem Augenblick dann, wenn du dann mit der Haltung rangehst und es in so vielen verschiedenen Geistern einen Funken erwecken kann, die dann dazu beitragen können, um genau diese ganzen Missstände dann auch aufzurollen, um damit an eine positive Entwicklung und im besten Fall dann eine optimale Zukunft für die Zivilisation bereitzustellen, dann war der Funke, den du geleistet hast, im Vergleich zu dem, was später rausgekommen ist, einzuordnen als positiv und nicht als negativ. Deswegen, jeder hat so seine eigene Art und Weise, mit solchen Sachen umzugehen oder sie an die Bevölkerung zu tragen. Aber ich würde sagen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man seine Emotionalität und so weiter nicht unterdrückt. Das auf jeden Fall. Und ich muss dir auch recht geben, also diese Bewertung von positiv und negativ, das war jetzt mein Fehler in der Form, weil das sollte man eigentlich nicht tun, sondern die Dinge sind ja immer individuell oder im Auge des Betrachters. Was aber die große Gefahr ist, ist, dass man sich zu sehr mit diesen ganzen Themen beschäftigt, in so eine Art Rabbit Hole kommt und sagt, es ist alles nur noch negativ, ja, dann vielleicht noch depressiv wird und dann den Ausweg nicht mehr findet. Das ist einfach wichtig. Sehr guter Punkt. Ganz wichtig. Und das hat mein Partner auch damals mir gesagt. Er sagt immer, da ich war nicht nur auch mal kurz im Knast, war auch fast 5 Jahre in der Psychiatrie immer durchgedreht. Oh, ja. Und dann auch gerade habe ich mich mit vielen Sachen beschäftigt. Da wurde ich unruhig. Und B hat dann auch gesagt, was sehr wichtig ist, dann ab und zu auch mal einen Cut, einen Eiscremebecher und leichte Kost. Genau. Ist ähnlich wie beim Training. Nach der 50. Liegestütze, mach eine Pause, 20 Sekunden und geh mit Power wieder rein. Genau. Richtig so. Ja, und das ist auch in dieser verrückten Welt, muss man leider alle auch immer auf die positiven Dinge gucken, weil es gibt ja viele positive Dinge. Das muss man ja auch dazu sagen. Es gibt alle diese neuen Entwicklungen, an denen wir uns aktiv beteiligen können. Und es ist eine große Umbruchzeit und wir haben doch auch die Chance, diese Welt jetzt zu etwas Besserem zu verändern. Und es muss doch gar nicht schlecht für uns ausgehen. 100%, also da gebe ich dir zu 100% recht. Ich habe auch von Anfang an gesagt, diese Pandemie an und für sich, das ist doch eigentlich cool. Ja. Weil ich meine, letztendlich cool ist es definitiv nicht, dass durch die Unterbrechung der Lieferketten Millionen von Leute gestorben sind. Das ist definitiv nicht cool. Das ist definitiv nicht cool, dass wenn einige Verstrahlte hier irgendwie an die Macht gekommen wären, dass die Leute wie uns, die halt keinen Bock auf eine Spritze gehabt hätten, irgendwie eingefächert hätten und in irgendein KZ gestopft hätten. Denn einige von denen hätten es getan. Ja. Hätten sie die Macht dafür gehabt, hätten sie es getan. Und zwar aufgrund von Manipulation und so weiter und dass sie halt wie Schafe irgendwo hinterhergerannt sind. Denn mittlerweile weiß man, dass Fauci vor dem Kongress gelogen hat.
Ja? War Fauci gewesen? Fauci ist der Typ in Amerika, der das Äquivalent zu Drosten hier ist. Und da gibt es sehr viele, sehr beängstigende Parallelen zwischen diesen beiden. Ja, da, wo dann teilweise einfach dieselbe Scheiße gelabert wurde, wo man halt merkt auch, da wird einfach gekopiert und gepastet. Genau. So, mehr ist es ja nicht. Und mittlerweile hat man dann die ganzen Politiker, die halt Wein getrunken haben, aber Wasser gepredigt haben, die dann gesagt haben, Masken und so weiter, und dann erwischt wurden, wie sie in Restaurants gesessen haben, ohne Abstandsregel. Das ist alles rausgekommen. Das weiß man mittlerweile. Man hat einfach eine Menge Leute in die Hölle geschickt durch diese ganze Nummer. Und zwar völlig skrupellos, um sich selber zu bereichern, um Machtinteressen zu erhalten und so weiter. Das ist alles passiert und mittlerweile gibt es, finde ich persönlich, da auch keine Diskussion mehr darüber. Nein, ganz wichtig, was mein Partner sagt, aber ganz krass finde ich auch wieder die Wendehälse in den Medien, die jetzt alle über die Nebenwirkungen reden, ja. Nein, aber trotzdem, ich könnte jetzt ja auch total verzweifelt sein und könnte sagen, oh Gott, früher habe ich 5 Autos gehabt und ich hatte so und so viel Geld und ich hatte ein tolles Haus, jetzt habe ich gar nichts mehr davon, ich habe nicht mehr eine feste Wohnung, oder eine feste Wohnung habe ich, das ist... Genau, habe ich auf jeden Fall. Keine Fluchtgefahr, wollte ich nur sagen. Bin fest in Deutschland angemeldet und werde natürlich auch meinen Prozess wahrnehmen. Ohne Fußfessel, ja. Also die einzige Bedingung war, dass ich freikam, ist, dass 2 Anwälte eine ladefähige Anschrift haben müssen. Mhm. Also auch da sieht man, wie gering die Vorwürfe jetzt noch sind. Wie oft musst du dich melden? Gar nicht. Ich habe keine Auflagen. Die einzige Auflage war, dass 2 Anwälte Post von mir entgegennehmen können. Also mit dem Kommentar gerade in Richtung Medien, das kann man auch so ein bisschen nachvollziehen, weil das Team Reichelt hat dich quasi abgeholt. Ja, ja, genau. Und das sind halt die Leute, die eigentlich, also Bild-Zeitung, Springer Verlag und so weiter, die waren vielleicht eher feindselig gegenüber deiner Fraktion oder Leuten, die so gedacht haben wie du oder agiert haben wie du. Und so gesehen bist du jetzt mit dem Feind im Bett, sagen einige Leute. Aber du siehst sie halt nicht als Feind, du siehst sie als Leute, die halt auch ihre Meinung eventuell ändern können und so. Ich sag dir ganz ehrlich, das sind alles feige Ratten. Weil diese haben in dem Augenblick erst angefangen, ihren Mund aufzumachen, wo es dann wieder erlaubt war, ihren Mund aufzumachen. Ja. Die einzigen Helden in dieser ganzen Nummer sind die Leute, die ihren Mund aufgemacht haben, wo gesagt wurde, dass es ganz gefährlich ist, seinen Mund aufzumachen oder dass man lieber die Fresse halten soll. Ja. Weil wir können mit diesen ganzen Leuten, mit denen kann man nichts anfangen in dem Augenblick, wenn es dann wieder in ist und da keine Befürchtungen mehr im Raum stehen, dass da irgendwas passiert, dass die dann auf einmal wieder anfangen, jetzt die Wahrheit in Anführungsstrichen zu erzählen. Die haben keinen Anspruch für die Wahrheit. Ja, ich habe zwei Blickwinkel auf die Gesellschaft haben. Es kann sein, es gibt die und es gibt uns, die Erwachten und die Nicht-Erwachten oder die Guten und die Bösen oder wie auch immer man es sein will, aber wir müssen doch als Gesellschaft zusammenleben. Wir müssen doch einen Weg finden, wie wir zusammenleben. Und natürlich sind die Teil der Gesellschaft, deiner Meinung nach, wirklich? Du meinst so diese ganzen großen Medien und also so, sowas wie der Springer Verlag? Wir reden ja von der Menschheitsfamilie und zu der Menschheitsfamilie gehören alle Menschen. Da gehören aber nicht die, die die Menschheitsfamilie spalten wollen. Deshalb muss es eine Aufarbeitung geben. Ja. Und es muss ja auch, wer ist denn berechtigt, die zu verurteilen? Oder wer ist denn berechtigt, zu entscheiden, ob der oder die jetzt was Böses gemacht haben? Also, ich sehe das halt als zweischneidiges Schwert an. Wir dürfen auch nicht jetzt in ein justizfreies System kommen oder wer macht es denn dann? Das will ich ja nur sagen. Ja, und ich weiß auch nicht, ob Wut jetzt ein guter Ratgeber ist. Ich bin ja eher immer in der Liebe, also das Gegenteil zu der Wut. Versuche das immer mit sehr viel. Aber bitte doch Konsequenzen, keine Wut, aber Konsequenzen. Ja, Konsequenzen natürlich, ja. Weil der kleine Mann hat auch die Konsequenzen zu tragen. Und dann erwarte ich auch, dass man genauso mit dem großen Mann, blöd gesagt, umgeht. Absolut, jeder muss sich für seine Taten rechtfertigen und natürlich sehe ich es auch. Also ein Karl Lauterbach zum Beispiel, der hat Millionen von Menschen daheim eingesperrt. Das ist eine illegale Freiheitsberaubung und dafür muss er Rechenschaft ablegen, wie auch immer die aussieht. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich bin ein bisschen vorsichtig mit meiner Wortwahl, bin ja auch exponiert. Ich weiß, dass jedes meiner Videos ja auch von den entsprechenden Behörden gesehen wird. Aber er muss sich natürlich dafür zur Rechenschaft ziehen. Und genauso natürlich auch ein Christian Drosten oder alle, die also Menschen wirklich schlecht gemacht haben und Menschen unwürdig behandelt haben. Aber jetzt zu sagen, ich rede mit denen nie mehr ein Wort, und die sind für immer böse und für immer ausgestoßen, das halte ich nicht für die richtige. Da sind wir uns einig. Ja. Man sollte mit allen Leuten reden, wenn es jetzt irgendwie Sinn macht, auch zu reden. Man muss sich mit jedem Hans-Peter sich jetzt auch nicht unterhalten. Das heißt auch einmal nur ein Leben. So, das muss auch pflegen. Aber letztendlich trotzdem, also diese ganzen Medien und so weiter, die dann, wie er sie als Wendehälse dann betitelt. Ich meine, das ist wirklich keine Kunst in dem Augenblick, wenn es wieder salonfähig ist und keine Befürchtungen mehr da sind, dass man irgendwas zu verlieren hat. Dass man dann jetzt auf einmal seine Meinung ändert und sagt, so und so und so.
ich kann diese Leute nicht ernst nehmen, weil ich im Endeffekt auch gar nicht ihre Intention ernst nehmen kann, weil ich nicht glaube, dass sie auf der Seite der Wahrheit stehen. Sie stehen auf der Seite der Sachen, die gerade wieder tolerant sind, die man braucht. Aber ganz ehrlich, wer zum Teufel geht denn davon aus, dass man in so einer Sache wie zum Beispiel der Pandemie und so weiter, dass man von Staat oder Elite oder wie auch immer Seiten aus Sachen wie Querdenken nicht befürwortet? Sie brauchen immer eine Art von auch Opposition. Ob die jetzt gesteuert ist oder ob die organisch entsteht, innerhalb einer Demokratie, die nie existiert hat, das war schon immer ein Scheinwort, brauchst du immer einen Gegenpol, weil ansonsten kannst du deine Demokratie nicht mehr rechtfertigen, sonst wärst du in einem totalitären System. Ja. Und in dem Augenblick dann sind solche Sachen wie Presse, die dann auf einmal dann irgendwie kritisch dann auf einmal irgendwas erzählt über die Impfschäden und so weiter, wenn dann auf einmal eine ARD-Doku dann darüber rauskommt oder halt irgendwelche Blätter, die dann ihre Meinung dann ändern, wir haben mal darüber nachgedacht und so weiter. Das ist alles nützlich. Das ist alles nützlich dafür, dieses Kartenhaus irgendwie intakt zu halten, damit die Leute denken, dass es da auch wirklich so diese ganzen Kriege gegeneinander gibt und da gibt es immer Position, Opposition und so weiter. Aber meistens ist das nicht organisch, weil es aus dem Volk herauskommen muss und nicht aus den Kontrollorganen wie Medien und Politik. Ja. Es muss auch aus der Masse der 99,9% kommen, die eigentlich ohnmächtig zu Hause sitzt und sich denkt, meine Verantwortung gebe ich ab. Das ist mein Kritikpunkt bei dieser ganzen Nummer. Ja, da muss ich dir auch recht geben. Also es könnte natürlich, könnte was dran sein, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Dass man die Demokratiesimulation muss man, man darf es nicht überreizen, weil sonst sieht man ja, dass die Demokratie tatsächlich keine Demokratie mehr ist. Richtig, genau. Aber wir haben dort drüben in Amerika einen Joe Rogan Podcast zum Beispiel gehabt mit Dave Smith von den Libertarians. Das sind Leute, die ich auch ehrlich gesagt von der politischen Meinung am ehesten ernst nehmen kann von den Amerikanern. Und das sind halt auch die Anhänger von Ron Paul und jetzt auch von Bobby Kennedy Jr. und so weiter. Und diese Leute sind halt auch zum Beispiel sehr offensiv mit dem allem, was vor sich gegangen ist. Dave Smith fordert dort offiziell beim bekanntesten und berühmtesten Podcast der Weltgeschichte, wo der Moderator einfach 120 Millionen von Spotify bekommen hat für einen Deal, fordert er ein Nürnberg für Fauci und Co. Für diese Sachen, die dort stattgefunden haben. Das muss man sich mal vorstellen. Wer sich einfach mal diese Episode dort drüben mal anhört und anschaut, der wird merken, dass wir vor allem in Deutschland aber trotzdem immer noch die Hand vor den Mund halten. Weil das, was sie sich dort erlauben, alles irgendwie im vollen Mainstream, mehr Mainstream geht nicht. Ja. Das ist die berühmteste Show von den ganzen, von ganz USA. Wobei man sagen muss, Tucker Carlson ist jetzt auch rausgeschmissen worden, ne? Tucker Carlson ist gegangen, soweit ich weiß, ne? Nee, er ist gegangen worden, weil er zu kritisch ist und so weiter. Also auch dort gibt es Zensur und ist nicht alles so einfach, wie sich's, oder nicht alles eitel Sonnenschein. Nicht. Aber sind wir davon ausgegangen, dass Fox News unabhängig ist? Nein, aber er hat zumindest immer, also er hat den Finger gut auch in die Wunde gelegt. Das hat er teilweise wirklich auch gemacht, aber es ist trotzdem irgendwie eine Redaktion und es ist halt rechtspopulistischer, republikanischer Bereich, muss man dazu sagen. Die Linken haben ihr CNN und die haben ihr MSNBC und die Rechten haben halt ihr Fox News. So. Genau. Aber ich würde mal behaupten, dass Rogan schon relativ neutral erstens mal ist und auf der anderen Seite dann auch halt Leute einlädt, die man an und für sich auch im Mainstream jetzt nicht überall sieht. Aber es war für mich einfach nur krass zu beobachten, wie weit hinten Deutschland einfach ist, in der Kultur sich hinsetzen zu können und solche Art von Kritik auch äußern zu dürfen, ohne die ganze Zeit Angst haben zu müssen, dass der Staatsschutz dich überwacht oder dass da irgendwelche vor allem dann auch Konsequenzen auf dich zukommen, die dein ganzes Leben zerstören können. Ja. Und da arbeiten wir uns ja ganz langsam gerade aus diesem Loch wieder raus und buddeln uns da gerade raus. Aber man muss sich mal vorstellen, was innerhalb der letzten paar Jahre passiert ist. Das haben die Leute teilweise dann schon wieder vergessen, weil der Ukraine-Konflikt innerhalb des kurzlebigen Geistes der Menschen den alten Konflikt zur Seite gekehrt hat. Ja. Das sage ich dir zum Beispiel aus der Perspektive der gefährlichen Migranten, weil das war eine Zeit lang der Scarecrow-Effekt, den man auf die deutsche Bevölkerung halt benutzt hat. Und dann kommt dann sowas wie eine Pandemie, dann kommt mal wieder der Krieg und so. Genau. Aber insgesamt hat man 4-5 Tricks, die man immer wieder aus dem Hut ziehen kann, wenn man sie braucht. Und es war schon immer so, weil ich bin ja aufgewachsen mit Angst vor Atomkrieg, damals war ja noch eiserner Vorhang, Angst vor Waldsterben, Angst vor Ozonloch, ich weiß nicht, The Day After, diesen Film, wo dann die Atombomben explodieren und da wurde praktisch alles. Ich bin natürlich noch aufgewachsen, christlich erzogen mit Himmel und Hölle. Also wir haben immer viel in der Angst gelebt. Also ich heiße auch diese institutionalisierten Religionen nicht gut, weil die erzeugen auch viel Angst. Also bist du nicht gläubig? Doch, ich bin spirituell gläubig. Ich glaube daran, dass es sowas gibt wie eine höhere Macht und dass es ein Universum gibt und vor allem, dass es auch eine schützende Hand gibt, die immer dafür sorgt, dass es uns gut geht. Ja. Aber die Frage wäre denn jetzt, wir haben jetzt so zwei unterschiedliche Lösungen, sag ich mal. Du bist noch mit der Wut im Bauch und sagst, die müssen jetzt alle zur Rechenschaft gezogen werden, aber dann ist es doch nicht gut geworden. Und ich sage eher, wir müssen uns alle verändern und wir dürfen einfach nicht mehr mitmachen. Und ich ignoriere eigentlich die Gegenseite, weil ich, also Energie folgt der Aufmerksamkeit.
warum soll ich denen noch meine Energie geben und meine Lebenszeit dafür verschwenden, mich darüber aufzuregen, was der eine oder der andere jetzt wieder macht. Ich gucke auch ehrlich gesagt kein Fernsehen mehr oder was die Frau Baerbock jetzt wieder gesagt hat oder was die, ich beschäftige mich wirklich nur noch mit, wie möchte ich in Zukunft leben und wie kann ich Menschen dabei helfen, auch unabhängiger zu werden, zum Beispiel von Digitalkonzernen. Da haben wir ein Handy entwickelt, wo wir gesagt haben, da machst du dich frei von Apple und von Google, weil die haben uns in der Pandemie zensiert. Die werden immer mächtiger und schränken das Leben der Menschen immer weiter ein. Ich bin mal beim Geldsystem, gucke mir die Alternativen an. Ich gucke mir Alternativen an, wie bleibe ich stabil im Kopf? Wie gehe ich mit meiner Wut im Bauch vielleicht um? Ich muss auch rückblickend sagen, also die Zeit im Gefängnis habe ich als eine sehr wertvolle Zeit erlebt. Das hört sich vielleicht für dich jetzt ganz komisch an. Aber ich habe extrem viel eben über mich gelernt. Ich habe gelernt, wie funktioniere ich, wie funktionieren meine Gedanken. Ich habe extrem viel meditiert, habe extrem viele Bücher gelesen. Dafür habe ich ganz wenig Zeit. Das heißt, ich habe die Zeit einfach sinnvoll genutzt. Und habe natürlich auch dort total interessante Menschen kennengelernt. Viele interessante, so wie ich es vorhin erwähnt habe, also auch einen Blick auf Deutschland erhalten, wo ich denke, so ein Deutschland gibt es ja in der Mainstream-Presse auch nicht. Da ist ja die nächste Lüge, wird ja immer hier alles so dargestellt, als wäre alles ganz toll, auch für die ausländischen Menschen. Und es ist es einfach nicht, das muss man auch so sagen. Bin ich voll bei dir. Es gibt Leute, die haben ein Allgemeinwissen, ja, also und auch eine Lebenserfahrung, die in Sicherheitsverwahrung sind. Und ein paar sind auch ganz liebe Leute mit einem Scheißschicksal. Ja, kannte einen, der von offiziellen Mitarbeitern immer belauscht wurde. Das waren seine Verwandten. Nach der Wende, wo das geleakt wurde, ist er dann durchgedreht. Ja. Aber es gibt auch die Schlechtesten, genau. Und mir ist nur gerade noch ein Gedanke eingefallen, dass wir noch gar nicht von den Konsequenzen sprechen können, weil wir die noch gar nicht gesehen haben. Ne? Also es war ja auch so und ich habe immer gehört, so die von Rudi Dutschke und so die Leute, die haben damals gesagt, sie haben keinen Bock, dass die ganzen vom Dritten Reich noch gar keine Konsequenzen tragen und alle wieder in der Wirtschaft sind. Ja. Das war von denen auch immer so ein bisschen Mindset, war. Die haben doch gesagt, es muss alles erstmal kaputt gehen, dass was Neues kommt, war. Also ich muss mal ganz kurz nochmal korrigieren. Ich bin als Mensch, glaube ich, schwer zu durchleuchten und ich gebe mir sehr viel Mühe, dass es auch so bleibt. Und mir geht es immer nur darum, ich habe überhaupt gar keinen Anspruch, dass irgendjemand zur Rechenschaft gezogen wird, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das Einzige, was mein Anspruch ist bei dieser ganzen Sache, ist auch nicht die Missionierung und mir ist es auch scheißegal, was ihr da draußen alle denkt. Ja. Ich bin wirklich der Meinung, die Welt läuft genau in die Bahn, wo sie laufen muss. Genau. Alles läuft genau so, wie es laufen muss. Nichts ist falsch, alles ist genau so, wie es sein soll. Genau. So, mein einziger Anspruch, wenn ich mich vor eine Kamera setze oder so, ist einfach nur meine Meinung zu teilen. Was die anderen Leute daraus machen oder wie auch immer, ist mir völlig egal. Ja. Also ich bin weder für eine Todesstrafe oder noch irgendwas anderes. Ich war schon immer so ein Typ, so ich bin eher so ein Beobachter und ich teile einfach meine Meinung und meine Gedanken mit den Leuten. Und was dann im Endeffekt dann daraus passiert, das passiert. Sollte sich die Menschheit in Richtung absolute Apokalypse entwickeln, dann ist es wahrscheinlich nötig für die Menschheit, dass sich das in die Apokalypse entwickelt. Sollte sich das aber irgendwie in eine andere Richtung entwickeln, dann ist das auch schon alles so richtig. Im Endeffekt werden das alles Erfahrungswerte sein und dieser Planet wird irgendwie wachsen und wird dahin kommen, wo er hingehört. Ja. So ist das so, wenn du mich jetzt aus dieser höheren Perspektive fragen würdest, wenn es schon um Spiritualität oder wie auch immer geht. Und ich habe jetzt leider die Applaustaste nicht da, aber vielleicht kannst du die drücken, weil das... Man sagt einfach am Ende des Tages, wa? Genau, am Ende des Tages ist alles gut, so wie es ist. Und ich glaube, wir können im Vertrauen bleiben, dass alles gut wird. Und ich meine, es ist ja auch... Ich weiß es nicht, ob manche werden das natürlich nicht so sehen, aber also es ist auch eine Möglichkeit, tolle Erfahrungen zu machen. Und am beeindruckendsten fand ich halt zum Beispiel, mir hat jemand ins Gefängnis eine Postkarte geschickt, der hat nur noch ein Bein. Und er hat gesagt, als ich das Bein verloren hatte, hat mein Leben angefangen und ist richtig gut geworden. Das kann man wahrscheinlich kaum nachvollziehen. Und da hat er noch ein Foto mitgeschickt, da steht er so am Berg und man sieht ihn so von der Seite fotografiert. Also da sieht man nicht, dass er nur ein Bein hat. Und er stützt praktisch so ein Auto ab, was ihn so halb überrollt oder so. Also, und von daher, das ist einfach, ja, also auch, kann man sich kaum vorstellen, dass jemand, der diese Erfahrung gemacht hat, jetzt so einen positiven Lebensblick hat.
Und deshalb, also ich schaue absolut positiv auch in die Zukunft. Ja, ich finde, das ist gut, wie es gelaufen ist. Das hat vielen Leuten eine neue Perspektive eröffnet. Aber absolut. Trotzdem haben wir ein sehr starkes, wenn es um Spiritualität und so ein Zeugs geht, glaube ich, ein relativ krasses Ungleichgewicht mittlerweile auf dieser Erde. Und jeder erfüllt so seine Position. Und um diese Waage wieder in die Mitte zu bekommen, dass wir nicht so viel Korruption, Missstände und Missbrauch und so weiter auf der Welt haben, weil das geht einfach ein bisschen too much. Und wir sind kurz vor irgendeinem Meltdown. Also bevor der Topf überläuft, sage ich immer, weil danach musst du dann alles aufwischen, ist eigentlich die Kunst dahinter, den Topf nicht überlaufen zu lassen. Die Prävention ist, glaube ich, das Allerwichtigste und das ist halt der Grund, warum wir uns dann auch dann vor der Kamera dann hinstellen und versuchen dann halt auch vor allem auf Lüge und Manipulation aufmerksam zu machen, damit die Leute dann begreifen. Und ich glaube, dass Corona ein Moment war, der viel von diesem in den Mindstate der Bevölkerung reingebracht hat. Für den einen war es vielleicht der Vietnamkrieg, für den anderen war es vielleicht dann irgendwann der späte 11. September. In der aktuellen Generation haben wir halt diese Corona-Krise und es gab noch nie, glaube ich, einen Zeitpunkt, vielleicht nicht nie, aber innerhalb der letzten nachvollziehbaren, sagen wir mal 100 bis 200 Jahre oder so, gab es, glaube ich, keinen Punkt, wo die Menschen so skeptisch gegenüber den Machthabern waren. Wenn man sich die Videos noch aus den 20er Jahren anguckt zur Weimarer Republik, da sah einfach jeder Mann gleich aus. Die hatten alle denselben Hut, denselben Anzug, du konntest den einen vom anderen nicht unterscheiden. Und die sind gleichgeschaltet zu ihrer Fabrik, sind nach Hause gegangen und hatten keine Möglichkeit rauszubekommen, warum sie überhaupt arbeiten und wen sie da füttern und warum sie überhaupt auf dieser Welt sind. Soziale Kontakte, okay, das normale Leben, okay. Aber diese Sachen, die wir heute wissen, was die Hintergrundstrukturen angeht von Korruption, Manipulation und Lenkung dieser ganzen Bevölkerung und so weiter, das war den Leuten damals gar nicht ersichtlich. So sind wir also im Jahr 2023, auch wenn es sich alles so negativ anhört, sind wir eigentlich an einem sehr, sehr guten Punkt angekommen. Absolut. Und von diesem Punkt aus kann man anfangen zu arbeiten. Ja, mega interessant, was B sagt. Habe ich was Interessantes gehört, dass zu 1939 oder 1933 waren 60 bereit, im Krieg zu ziehen. Mhm. Und jetzt, glaube ich, auch, hat eine Bekannte von uns gepostet, wären, glaube ich, 4% noch der Deutschen bereit, den Krieg zu ziehen für die Regierung, was ja auch wirklich eine bessere Nachricht ist. Ja, was wirklich eine sehr, sehr gute Nachricht ist. Ja. Also Michael, dich würde ich mal gerne fragen jetzt, du bist so polarisierend, ja? So, du bist auch schwer einschätzbar. Ich weiß ja auch nicht, mit wem ich zu tun habe. Wir sehen uns heute das erste Mal. Genau. Ist ja gar kein Problem, auch sowas dann zu sagen. Nur bist du für die einen ein extremer Staatsfeind, mainstream-mäßig, du wirst sogar eingesperrt, ja, für diese ganze Corona-Demos und was auch immer du da veranstaltet hast. Nicht dafür, sondern es geht ja eigentlich um Geldwäsche und Hinterziehung oder wie auch immer. Aber genau, das ist der offizielle Vorwurf, ja. Richtig, aber in der Öffentlichkeit warst du ja keine Person, die Applaus genossen hat, wenn es um Mainstream geht, wenn es um Medien geht, um TV, Internet, sagen wir mal die großen Leute. Ja. Ja? Und auf der anderen Seite dann, gibt es dann diese Geschichten, wo du dann teilweise aus der aus einer ähnlichen Fraktion dann sogar attackiert wirst? Da ist dann der Vorwurf zum Beispiel der bezahlten Opposition, dass du gesteuert bist. Ja. Das steht im Raum auf jeden Fall. Das hört man sehr, sehr oft, muss ich dir sagen. Und auf der anderen Seite gibt es dann sowas wie zum Beispiel Attila. Ja, ja. Die Leute kennen ihn, unser ehemaliger Sponsor, der dann gesagt hat zum Beispiel, dass du A, zu einer Geheimgesellschaft gehörst, dass du gesteuerte Opposition bist. Das sieht man dadurch, dass du vom Team Reichelt abgeholt wurdest. Warum trägst du eine LGBT-Shirt, glaube ich, war das. Ne? Ja. Und diese ganzen Geschichten, was hältst du denn von den Vorwürfen? Erstens mal, weil die Vorwürfe des Mainstreams kennt man, von der anderen Seite. Ja. Was ist da dran? Was ist so an so einem Attila Hildmann oder andere Gleichgesinnte, ihn nehmen wir nur als Beispiel. Was denkst du zur bezahlten Oppositions zu dem Vorwurf? Was hältst du davon, dass sie sagen, hier, letzte Generation haben wir schon drüber geredet, LGBT, bla bla bla. Also erstmal will ich sagen, Attila Hildmann ist jetzt für mich kein Gleichgesinnter, weil er hat Positionen, die ich nicht vertrete. Wir haben vielleicht, was Corona betrifft, die gleiche Meinung, aber sonst würde ich so sagen, keine Schnittpunkte. Zum Thema gesteuerte Opposition kann ich nur sagen, jeder darf ja denken, was er will. Und kann sich natürlich auch an mir jetzt abarbeiten, anstatt in die Eigenverantwortung zu gehen. Also was ich nachweislich gemacht habe, ich habe nachweislich riesige Demonstrationen organisiert, sowohl in Stuttgart als auch in Berlin und in Leipzig. Wir haben ein dezentrales Netzwerk gegründet, wo ganz viele Querdenkerorganisationen in ganz vielen Städten aufgepoppt sind. Ich würde sagen, wenn man gesteuerte Opposition wird, dann sollte man eher verhindern, dass sowas passiert, aus staatlicher Sicht. Weil diese großen Demos waren ja für den Staat nicht besonders zuträglich und also haben sich einfach extrem viele Menschen, ihr seid ja selbst aus Berlin, ich habe vorhin gefragt, wart ihr auf den Demos? Ihr habt beide gesagt, nein. Also es waren riesige Demonstrationen, riesige Friedensfeste. Was war die größte Zahl? Also 800.000, sagt man am 1.8. Und 800.000. Also kannst du dir vorstellen, vom
vom Brandenburger Tor bis zur Siegessäule war alles voll. Und am 29.08. haben wir nochmal verdoppelt. Wir haben ja die Bühne aufgebaut an der Siegessäule. Mhm. Versammlungsfläche war vom Brandenburger Tor bis auf die andere Seite zur Spree rüber. Und in den Mainstream-Medien wurde aber die Zahl fast, glaube ich, um eine Null reduziert, ne? Ja, 17.000 wurden, glaube ich, gesagt. Genau, was sagst du, was ist deine Meinung, wie viele da waren? Also ich weiß, dass ein Polizeibeamter jemand bei uns gesagt hat, dass es 800.000 sind. Aber wie kann so eine Differenz dann entstehen? Also ja, das ist ja ganz einfach, weil die, also ich sag mal so, am 1.8. ist noch was ganz anderes passiert. Am 1.8. ist Folgendes passiert. Ich hatte die Demo noch gar nicht eröffnet auf der Straße, 17. Juni. Und in den Medien wurde schon veröffentlicht, dass die Demo abgebrochen worden wäre in Berlin. Da habe ich gedacht, das ist interessant. Und das ist aber dann später ja auch passiert. Also später hat die Polizei dann gesagt zu mir, ich soll, also der Veranstalter hätte die Demo abgebrochen, stand in der Zeitung. Und die Polizei hat dann zu mir gesagt, ich soll die Versammlung auflösen. Und da habe ich aber geweigert. Ich habe gesagt, die Polizei muss die Versammlung auflösen, wenn sie die Versammlung auflösen wollen. Das haben die dann auch getan. Aber also die Nachrichten und das, was tatsächlich passiert ist, hat nicht übereinander gepasst. Ich habe auch gehört, die waren relativ rabiat mit den Leuten, oder? Ja, also es gab total viel Polizeigewalt. Wir haben natürlich alles dokumentiert. Der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen, Nils Melzer, hat sich ja dazu auch geäußert. Also die Polizei Berlin war sehr gewalttätig gegenüber vielen Demonstranten. Es gab regelrechte Hetzjagden auch im Tiergarten. Am 29.08. Also sind viele, viele unschöne Dinge passiert, die sind aber alle dokumentiert und werden jetzt auch aufgearbeitet. Aber einfach jetzt, um zurückzukommen zum Thema gesteuerte Opposition. Also ich habe, oder wir haben alles aus dem freien Herzen getan und wir haben keinerlei Kontakte und werden auch nicht von der Regierung bezahlt. Und wenn wir von der Regierung bezahlt werden würden, hätten wir, glaube ich, einen sehr schlechten Job gemacht aus Sicht der Regierung. Wie habt ihr das denn überhaupt hinbekommen? Vor allem zur Anfangszeit, wo kam da, man braucht eine Finanzierung, man braucht ein Team, eine Organisation. Wie hat das alles stattgefunden? Ja, ich war ja Unternehmer und ich hatte genau zu dem Zeitpunkt das Hauptprodukt meiner Firma verkauft. Und ich hatte dann drei Themen. Ich hatte Zeit, ich hatte Geld und ich hatte das notwendige IT-Wissen, um solche Dinge auch groß zu machen. Man muss auch wissen, also ich habe ungefähr gleich viel Geld für IT-Systeme ausgegeben, wie für die Demos an sich. Und das Team ist ehrenamtlich gewachsen. Ich habe ganz viele Menschen auf den Demonstrationen, die dann gesagt haben, können wir mithelfen, wir wollen mithelfen. Und so ist das entstanden. Und es hat sich aber auch immer wieder geändert. Also haben viele Leute einen Burnout bekommen dann nach dem 1.8. Also wir haben ja zwei Großdemonstrationen in einem Monat gemacht, eine am 1.8., eine am 29.8. Und wenn man vorstellt, also so ein Festival wie Wacken, da arbeiten 80 Leute ein Jahr dran. Also wir hatten ein Team von ungefähr 40 Leute, die dann drei Monate dran gearbeitet haben, oder zwei Monate. Also das war extrem, extrem viel Arbeit. Aber das klingt ja so, als wenn du dann, also ihr, mehr du, dann Geld rein investiert hast. Absolut. Ohne was zurückzubekommen. Ja, natürlich. Das ist dann völlig eigennützig passiert. Was das ist völlig, völlig uneigennützig. Sorry, genau. Das weil ich immer, also völlig, immer gesagt habe, das Geldsystem geht eh kaputt. Mhm. Und das Zweite ist, ich lebe lieber in einer freien Welt mit weniger Geld, als in einer unfreien Welt mit viel Geld. Über wie viele stellige Beträge redet man, wenn man sowas organisieren will am Anfang? Also insgesamt habe ich ungefähr 500.000 gesamt aus meinem Vermögen finanziert. 500.000 aus dem Privatvermögen? Ja. Für die Organisation oder für allgemein auch jetzt für alles? Also mit Anwaltskosten und jetzt? Mit allem drum und dran, genau. Hattest du irgendwann mal irgendein eigennütziges Interesse, kommerzielles Interesse daran, mal irgendwas zu verdienen? Nee, gar nicht. Nein. Nichts? Nein. Also weil ich so gesagt habe, also man kann sich ja überlegen, man kann am Geld festhalten und festhängen, aber es wird dich nicht glücklicher machen und mehr Geld macht dich nicht glücklich und das Geldsystem geht eh den Bach runter. Und jetzt kannst du natürlich sagen, okay, dann kaufe ich mir Gold und Silber und sitze auf meinem Gold und Silber und bin glücklich und hoffe, dass es mir nicht weggenommen wird. Oder du kannst sagen, ich kaufe mir eine Immobilie und dann kommt aber der Staat und ändert die Steuersysteme und nimmt das Geld wieder weg. Wir müssen uns doch überlegen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben. Und das war mein Ansporn und ich glaube auch meine Authentizität, also meine Echtheit in dem Zusammenhang, das war das, was die Leute auch dann überzeugt hat. War der Anspruch von deiner Seite aus da, einen Systemumbruch hier zu, also mit daran zu arbeiten? Ich sage jetzt nicht irgendwie den Reichstag zu stürmen oder so. Ja, das ist schon mal gar nicht, genau. Das hat irgendwie nichts zu tun, aber war das wirklich dein Interesse? Erstens, ich möchte Leute aufwecken, informieren, wie auch immer. Und auf der anderen Seite möchte ich aber auch dann eine große Veränderung, vielleicht sogar das Absetzen einer Regierung?
Genau, wir haben eine Regierung auch zum Rücktritt aufgefordert. Und es hat sich ein bisschen verändert natürlich. Also am Anfang dachte ich einfach nur, wir machen zwei Demos und dann schreibt die Presse irgendwie, Grundrechte sind wichtig und die Regierung überzieht vielleicht bei Corona ein bisschen. Und die Opposition fängt wieder an, Opposition zu machen, nämlich dagegen zu sein, einfach Gegenposition einzunehmen. Und genau das ist ja nicht passiert, sondern wir wurden ja von Anfang an als rechte Aluhutträger, Pegida-Anhänger, Schwurbler. Wutbürger, Schwurbler beschimpft. Covid-Idioten auch, war? Covid-Idioten war dann ab dem 1.8., genau. Das war dann. Was es für Wörter und, gab. Und das waren halt so, das hat die Menschen dann halt auch aufgeweckt, weil die sind zum Beispiel vom Cannstatter Wasen heimgefahren und haben gesagt: Oh, jetzt freuen sie sich richtig auf die Berichterstattung. Da war so eine große friedliche Demo. Wir haben ja immer Friedensfeste gemacht. Wir haben auch keine wütenden Demos gemacht, sondern für mich war es immer wichtig, es sind Friedensfeste, weil ich halt jemand bin, der energetisch arbeiten will. Und da sind Leute ins Auto gesehen und haben gesagt, sie haben so eine tolle Demo erlebt. Und dann war die Berichterstattung halt ganz anders. Und jetzt vielleicht auch nochmal zum Thema gesteuerte Opposition. Viel oft wurde mir der Vorwurf ja deshalb gemacht, weil unsere Demos zu friedlich seien. Und weil man mit Tanzen und mit Freude haben und mit Künstlern auf der Bühne, das wäre kein Widerstand oder das wäre nicht das richtige Instrument. Das ist mir oft vorgehalten worden. Und ich kann aber im Nachhinein sagen, es ist genau das richtige Instrument, weil mit gewalttätigen Protesten weiß die Regierung wunderbar umzugehen. Da sind die Leute sofort eingesperrt. Die Polizei kann hart durchgreifen. Es werden die Räumpanzer aufgefahren und die Wasserwerfer. Und dann ist das Thema ganz schnell erledigt. Und deshalb waren mir immer ganz wichtig, dass wir eben eine friedliche Bewegung sind. Und es gibt aber eben auch Menschen, die dann andere Protestformate, sage ich mal, bevorzugen. Und die haben dann mit Schmutz eben auf mich geworfen und haben gesagt, das ist dann gelenkte Opposition, gesteuerte Opposition, was auch immer. Also, dass du eine Nähe zu den Reichsbürgern gehabt hast, das wurde dir immer wieder nachgesagt. Du hast ja auch mit dem König von Deutschland, in Anführungsstrichen, dich dann irgendwie umgeben und so weiter. Die Nähe zu Pegida, die kannte ich nicht persönlich. Vielleicht kannst du mal auf die beiden eingehen. Habe ich auch nicht, ja. Also, von Anfang an habe ich gesagt, Querdenken steht dafür, an der Quelle nachzufragen. Und was über die Menschen in der Zeitung steht und was das dann tatsächlich für Menschen sind, das kann man jetzt ja an den Menschen auch sehen, die ihr als Gäste hier habt. Also an Ken Jebsen wird ja ganz schlecht dargestellt. Also mit dem hätte ich ja nie reden dürfen, wenn ich auf dieses Prinzip der Kontaktschuld irgendwie eingehen würde. Mhm. Und deshalb habe ich einfach gesagt, ich treffe mich mit jedem und rede mit denen. Und das heißt nicht, dass ich eine Nähe zu dem habe. Wir haben gar keine Nähe zu den Reichsbürgern, muss ich ja sagen, weil deren Lösung ja auf Vergangenheit wiederherstellen beruht. Und das halte ich einfach nicht für sinnvoll. Wir leben jetzt im Jetzt und wir können nur die Zukunft verändern, aber nicht die Vergangenheit wieder, sag ich mal, ins Leben rufen. Verständlich. Was ist deine Meinung so zu sowas wie Pegida oder auch die AfD aktuell? Also wir sind eine überparteiliche Bewegung und von daher kann ich sagen, also ich halte halt nichts mehr vom Parteiensystem, weil wir haben gesehen, wie die Grünen jetzt innerhalb von 40 Jahren umgedreht wurden. Ich muss sagen, ich habe im Gefängnis auch gelesen, die Gründung der Grünen, es war eine sehr moderne Partei. Es ging um Ökologie, stand lustigerweise an der Wahlkampfzentrale da bei den Grünen an der Wand, CDU gleich SPD gleich FDP. Also das war praktisch so diese Parteiendiktatur schon herausgestellt. Und jetzt muss man ja sagen, jetzt kann man ja sagen, Ironie der Geschichte ist, ne, jetzt heißt SPD, CDU gleich SPD gleich FDP gleich Grüne. Also einmal komplett umgedreht. Von daher, ich glaube nicht, dass das Parteiensystem uns zum Erfolg führen wird. Und deshalb wollen wir auch mehr direkte Demokratie. Ich glaube, es ist die Zeit. Wir leben jetzt in der modernen Zeit. Es ist, glaube ich, Zeit, jetzt auch modernere Demokratieformen zu denken. Und das heißt direkte Demokratie mit direkter Mitbestimmung durch die Menschen. Schon immer ganz, ganz große Angst vor mir gewesen, dass das passiert, die direkte Demokratie. Weil wenn die Medien und die Korruption der Politik und so weiter so wirken, wie sie zurzeit wirken, dann wäre durch direkte Demokratie wahrscheinlich welche in einem KZ gelandet zur Corona-Pandemie. Da muss man halt auch ein bisschen aufpassen, solange so eine Art von Korruption auf der Welt besteht, dass du den Mindstate der Menschen so sehr hijacken kannst. Wie sehr ist dann noch wichtig, was das einzelne Individuum denkt oder wie er sich dann entscheidet? Es kann wirklich, die große Masse könnte dafür verantwortlich sein, die kleine Masse dann total zu dezimieren, oder? Ja, wir haben es anders, aber das erleben wir ja gerade auch. Und die Frage ist ja, aus der Angst heraus sehe ich auch die Sorge. Es kann viel schief gehen, aber man kann doch nicht sagen, aus der Angst heraus machen wir einfach keine Veränderung, weil das Parteiensystem ist einfach nicht gut, so wie es ist. Und die Politik, sagt A und macht B. Und was sollen wir denn tun? Also wir können uns natürlich auf dieses Experiment einlassen und ich habe großes Vertrauen, so wie du vorhin auch gesagt hast. Alles ist eigentlich gut, so wie es passiert. Ich glaube einfach, dass die Menschen dafür bereit sind, auch diese direktere Demokratieform mal auszuprobieren. Und man
kann sie ja auch erstmal mit kleinen Themen ausprobieren. Das ist doch nicht so, dass ich so einen Hebel umlege und sage, gestern Parteiensystem, heute direkte Demokratie, sondern es werden ja Mischformen sein. Das wird sich ja über Jahrzehnte wahrscheinlich entwickeln müssen. Und natürlich wird man bei allen neuen Dingen eben sauber drauf gucken müssen, was es ist. Aber die Frage ist, was ist denn die Alternative? Und wir wollen ja eine Veränderung in die bessere Welt und das Parteiensystem, wie es ist, kann so nicht bleiben. Kannst du mir kurz erläutern, was der Unterschied zwischen einer, wie nennst du die Demokratie bitte? Direkte Demokratie? Direkte Demokratie, was da die also das Gegenteil ist und was der Unterschied ist zwischen, was man normale Demokratie nennt. Ja, also wir haben ja im Moment einfach ein Parteiensystem und da können wir alle 4 Jahre wählen und dann haben wir Volksvertreter, die im Parlament sitzen und die Entscheidungen treffen, weil du halt gesagt hast, mir gefällt jetzt die Partei X und die hat mir versprochen, ich kriege jeden Monat 5 Euro mehr, wenn ich die wähle und dann, genau, am Ende ziehen sie dir halt 5 Euro ab. Wer meine Interessen vertritt. Genau, so. Und im Grundgesetz steht ja auch im Übrigen, dass die Menschen die Möglichkeit haben, sich in Wahlen und in Abstimmungen zu äußern und wir haben immer noch kein Abstimmungsgesetz in Deutschland. Das heißt, ich könnte jetzt eine Abstimmung machen zum Thema, möchte ich 100 Milliarden Kriegskredite für die Ukraine aufnehmen und dann würde ich vermuten, dass trotz der Medienpräsenz eine Chance bestehen würde, dass das viele Menschen ablehnen würden. Also das wäre das Beispiel mit der direkten Demokratie, dass wir eben Volksabstimmungen haben oder ganz viele Abstimmungen zu ganz vielen Themen und insbesondere auch ein Vetorecht, wo die Bevölkerung sagen kann, ich bin mit einer Entscheidung nicht einverstanden und kann dann mein Veto ausüben und dann muss die Entscheidung eben zurückgenommen werden. Sehr interessant, ich glaube, gerade auch bei den Waffenlieferungen wäre es ein ganz anderes Ergebnis. Ja. Gibt es irgendein Land, wo das schon so ist? Ja, es gibt die Schweiz, die ist ja schon ein Stück weit in direkter Demokratie erfahren. Das ist noch nicht perfekt, aber es ist mal ein Anfang. Und ja, das Schweizer Modell, ja. Aber da sieht man natürlich auch genau das, was du gesagt hast. Die Medien haben einen wahnsinnigen Einfluss. Also die Abstimmung zur Corona-Maßnahmen war ja auch in der Schweiz nicht erfolgreich. Glaube ich 48% zu 52. Und ja, jede Veränderung hat Risiken. Aber für mich ist es eher so, dass das mehr Chance bietet als Risiko im Moment zumindest. Das kann sehr gut sein, das will ich auch gar nicht abschreiten, muss ich sagen. Aber wir müssen mal gucken. Also ich habe auch keine Alternative anzubieten im politischen Bereich, muss ich dazu sagen. Ja. Also da mir ist es halt einfach nur ganz wichtig, dass so viel Transparenz wie möglich in die Gesellschaft reinkommt. Und wenn wir das dann irgendwie geschafft haben, dann haben wir halt die Wurzel bekämpft und dann brauchen wir uns über die Auswirkungen oder die gewissen Systematiken, die dann entstehen, ob das dies, jenes, da brauchen wir uns keinen großen Kopf darüber zu machen. Ja. Das wird automatisch immer gut sein. Deswegen, viele Leute wollen symptomatisch behandeln, aber haben keinen Bock, an die Wurzel zu gehen. Aber geh an die Wurzel und cutte die einfach. Genau. Und danach dann läuft alles von alleine. Ja, so. Absolut. Ja, und da müssen wir halt hinkommen, meiner Meinung nach. Aber ich könnte jetzt keine Vorschläge bieten, wie man das jetzt politisch besser machen kann als heutzutage. Aber ich gebe dir recht, parlamentarische Demokratie funktioniert nicht. Die Demokratie funktioniert für mich jetzt in diesem Augenblick auch nicht, aber irgendwas muss ja passieren, ne? Ja. So, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja, so. Absolut. Was ist dein Standpunkt denn gewesen zu dieser Sache zum Beispiel, dass man gesagt hat, was ist deine Meinung zu dieser LGBT-Sache? Ach so, ja, das wollte ich noch sagen. Ich habe tatsächlich heute das T-Shirt an, was der Stein des Anstoßes war. For Justice, for Peace. Für Gerechtigkeit, okay, für Frieden. Nicht unbedingt LGBT, aber da ist halt der Regenbogen drauf. Und da darf ich, also 2 Sachen will ich sagen. Also der Regenbogen symbolisiert die Energiezentren im Körper. Du hast ja die verschiedenen Chakren. Genau. Richtig, ja. Und die haben genau diese Farben. Also von daher ist eher auch diese Regenbogenflagge, die wird ja komplett missbraucht gerade, weil da sind ja auch eigentlich die Chakren zu sehen. Umgedreht. Umgedreht auch noch, genau. Ja. Was ganz schlimm ist. Und dieses T-Shirt ist ja entstanden nach der großen Demonstration hier von Black Lives Matters war es, glaube ich. Die haben ja auf dem T-Shirt stehen praktisch, die haben die Faust, kämpferisch und No Justice, No Peace. Man sollte sich immer im Klaren sein, das, was man auf dem Körper stehen hat, das passiert auch. Und wenn ich draufstehen habe, keine Gerechtigkeit und kein Frieden, dann demonstriere ich eigentlich für keine Gerechtigkeit und kein Frieden. Okay. Ja, die meinen natürlich, wenn kein Justice existiert, dann kommt kein Peace, aber ich weiß, was du meinst. Genau, man muss immer sehr vorsichtig sein mit den Sachen und wie man von der Energie her arbeitet. Also von daher, das ist das Thema zum Thema. Finde ich mega interessant. Ja. Ich weiß schon, was Chakren mittlerweile sind, das kam ja oft, sehr oft. Ja. Aber warum, seit wann haben Chakren Farben? Wie kann ich mir das vorstellen? In der Medizin, wenn die dann so bezeichnet werden, weil die richtigen sieht man ja nicht, sozusagen. Also es ist so, ich weiß nicht, ob du jemand bist, der Gefühle als Farben empfindet. Wenn du praktisch Wut hast, wird dir vielleicht schwarz vor Augen. Kennst du ja dieses
dieses Thema. Oder man sieht rot. Oder man sieht rot, ja, genau. Haben nicht alle Menschen. Nicht alle Menschen können Gefühle in Farben sehen. Aber es gibt praktisch... Ah, wenn ich liebe, sehe ich grün. Ja. Ja, nee, genau. Okay. Und deshalb kann es auch sein, dass du beim Meditieren dann Farben wahrnimmst, wenn du deine verschiedenen Energien... Ja. Also auch wenn einer negativ dann schwarz oder so beruhigend grün, wie man sagt. Jetzt genau, ja. Danke für die Antwort. Ja. Ja, sehr interessanter Punkt auf jeden Fall. Wie stellst du dir jetzt gerade deine Zukunft vor? Hast du jetzt gerade so ein Bild im Kopf? Bist du erstens mal optimistisch, dass das für dich juristisch in gute Bahnen sich alles lenkt? Oder ja, auf der anderen Seite würdest du deinen Aktivismus dort fortsetzen, wo er aufgehört hat auch? Ja, also wir werden, also das eine ist, ich muss natürlich jetzt ein bisschen mein Leben wieder in den Griff kriegen. Könnt ihr euch vorstellen, dass es nicht ganz einfach ist, wenn man so viel Post von der Staatsanwaltschaft hat und natürlich vom Finanzamt auch. Also es beschäftigt mich halt gerade. Aber ansonsten habe ich mich jetzt auf den Weg begeben, an besseren Lösungen zu arbeiten, an einer besseren Gesellschaft mitzuarbeiten. Ich weiß, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich auch auf diesen Weg gemacht haben, die eben durch diese großen Demonstrationen auch viele Dinge kritisch sehen, auch über eure Talks, über die ganzen Sachen, die bei Apolut laufen. Es gibt ja ganz viele Menschen in Deutschland und in Europa. Das ist ja nicht nur eine europäische Sache, nicht nur eine deutsche Sache, vielmehr eine weltweite Sache sogar, die sich weltweit auf den Weg gemacht haben, dort über bessere Gesellschaftsmodelle nachzudenken. Und von daher werde ich diese Transformation gerne mitbegleiten. Mhm. Und natürlich werden wir vielleicht auch wieder große Demonstrationen sehen. Wir werden sehen, wie sich es entwickelt. Cool, also du hast deiner Meinung nach wahrscheinlich vor allem in Bezug auf die Vorwurfshaltung sehr wenig falsch gemacht. Danke. Ich behaupten. Also ich mit deiner Meinung, ich meine, das kann ich nicht beurteilen, aber du bist davon überzeugt, dass es halt natürlich dann eine Kampagne ist gegen dich. So. Natürlich, ich kann nur sagen, dieser Vorwurf des Betruges ist ja schon heruntergestuft worden auf versuchter Betrug. Ja. Versuchter Betrug setzt immer vor, dass man sich etwas vorgestellt hätte im Kopf. Mhm. Und ich kann sagen, also das, was die Staatsanwaltschaft da behauptet, ich hätte mir vorgestellt, mit Querdenken Geld verdienen zu wollen, das ist absolut frei erfunden. Und es hat nichts mit der Realität zu tun. Verstehe. Von daher bin ich komplett optimistisch, dass das gut für mich ausgeht. Dann haben sie mir ja noch von der Steuerseite noch eine Anklage angedichtet. Und zwar wurde ich am 29.06.2022 verhaftet und hatte meine Steuererklärung für 2020 noch nicht abgegeben. Mhm. Die hätte ich am 1.08.2022, glaube ich, abgeben müssen, also nach meiner Verhaftung. Kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, aus dem Gefängnis kann man keine Steuererklärung machen. Mhm. Und es wurde dann jetzt noch Anklage erhoben wegen versuchter Hinterziehung, weil ich eben meine Steuererklärung nicht abgegeben hätte. Aber auch da bin ich optimistisch, dass das gut für mich ausgeht. Auf der anderen Seite, gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, ich habe Fehler gemacht, mit den Leuten hätte ich mich lieber nicht umgeben oder das und das, was ich gesagt habe, war einfach absoluter Bullshit. Gibt es da auch irgendwas? Nee, ich habe tatsächlich gesagt, ich würde alles wieder so machen, wie es ist, weil ich glaube halt an die Energiekräfte im Universum und dass alles seine bestimmten Auswirkungen hat und dass alles so sein muss. So wie du es vorhin gesagt hast, war schon alles gut, so wie es ist. Aber lagst du mal wirklich grundsätzlich falsch? Das kann ja uns dem Besten passieren. Ja, da sind wir wieder beim Thema richtig und falsch. Also was ich sicherlich schlecht gemacht habe oder was ich besser hätte machen können, wir hätten, also ich habe ja 2020 komplett ehrenamtlich, sage ich mal, gearbeitet und umsonst gearbeitet. Es hat auch viele Menschen verbraucht, einfach dieses, du hast vorhin gefragt, wie habt ihr deine Organisation aufgebaut und so weiter. Und die Menschen haben das alles in Ehrenamtlichkeit gemacht und haben sich teilweise total verbrannt, haben ihre Energiereserven komplett verbraucht. Und da muss ich sagen, da hätten wir früher anfangen sollen, eine professionelle Organisation aufzubauen, im Sinne von auch drauf zu gucken, dass man die dann zumindest nicht voll ehrenamtlich hat, sondern teilehrenamtlich, dass sie eben auch ein bisschen was verdienen und dass wir da viel, viel früher drauf geachtet hätten, dass das auch passt. Hast du dir die Kritik im Internet und so weiter, hast du dir das angeguckt? Vor allem so von den etwas größeren Kanälen, ob das jetzt Valulis ist oder wie auch immer, oder Leute, die halt dir gegenüber offensichtlich nicht positiv eingesetzt sind? Also ich habe es am Anfang mal gemacht, aber also zu deiner Entlassung jetzt vor allem, meine ich. Ja, also ja, das habe ich mir angeguckt. Also das eine fand ich sogar recht lustig, wo es ja hieß, ich wäre sogar Attila zu links oder wie andersrum oder, oder nicht rechts genug oder wie auch immer. Ja. Das habe ich mir angeguckt, das fand ich sogar ganz lustig. Ich kann auch über mich selbst lachen, das ist ja das Wichtige. Ich glaube, man darf in diesen Zeiten auch den Humor nicht verlieren. Sehr gut. Ja. Ansonsten aber folge ich wirklich diesem Motto, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Also ich achte sehr genau drauf, wo gebe ich meine Energien hin, weil der Tag hat eben nur 24 Stunden.
Ich schlafe auch gerne 8 Stunden am Tag. Also ich bin niemand, der irgendwie mit wenig Schlaf auskommt. Und von daher gehe ich sorgsam dann mit meiner Zeit und mit meinen Energien um und setze meine Energie und Kraft ganz bewusst ein. Ich weiß nicht, ob die Aussage gestern in meiner Wohnung gesagt wurde oder ob das B letztens gesagt hat. Wenn so Leute in der Gruppe sind, dass die negative Energie immer mehr Einfluss hat als die positive. Oder haben wir es gerade eben gesagt? Dann war das Thema gestern bei mir. Ja. Hast du auch mal gehört, Pelasch? Dass so die Negative dann schon überwiegt, ne? Ja, du kannst ja immer sagen, du kannst einen Schlechten im Team haben, der zerstört ja dein ganzes Team. Und von daher muss man immer aufpassen, dann auch, wie das Team da zusammengesetzt ist. Der Tropfen Gift in der Quelle. Genau, absolut. Ja. Kann ich noch mal fragen? Hast du den Begriff Querdenker, habt ihr den benutzt oder wurde euch gegen den Kopf geworfen? Weil er ist ja gar nicht so abfällig wie Schwurbler oder Abluhut. Genau, nee, den haben wir tatsächlich selber gemacht, weil ich war ja früher Querdenker und die großen Konzerne haben mich gebucht, damit ich als Selbstständiger den praktisch wieder andere Meinungen reinbringe. Also es war damals ganz positiv belegt. Vielleicht bestimmt Wort des Jahres 2021. Könnte sein, ja, 2000 oder 2020. Du musst ja auch vorstellen, das ist ja eine große Blamage. Jetzt versuchen sie, den Begriff Querdenken da immer negativ zu bringen. Kriegen sie aber nicht hin, weil was gibt's denn dann nur noch? Alle Deutsche sollen nur noch gerade Ausdenker sein? Das wäre doch ein bisschen gefährlich, ne? Oder rückwärts. Genau, oder rückwärts, bitte. Ja, genau. Aber gerade doch, wenn du so einen Querdenker vor 2 Jahren interviewt hättest, der hätte damals die Fakten oder probiert es an Eckdaten nur so zu erklären. Heute kann er einfach, es ist ja wieder Mainstream eigentlich. Die ganzen Argumente, die verteidigt werden mussten, sind ja Mainstream. Ne? Können wir uns aber darauf einigen, dass es keine Querdenker gibt? Weil ich meine, da fährst du schon wieder so alle einfach zusammen. Das ist euer Ding so. Ihr habt dafür gestanden, das ist ein Label, das ist auch schön und gut. Und da gehören auch einige dazu, einige nicht. Aber wenn du mir von 800.000 Leuten auf einer Demonstration erzählst, glaub mir mal, davon sind ganz, ganz viele überhaupt gar keine Querdenker, die sich zur Organisation bekennen, sondern die sind einfach nur da, weil sie eine positive Veränderung haben wollen, weil sie sich ungerecht behandelt fühlen und so weiter, so diese ganze Geschichte. Ich meine, ganz ehrlich, diese ganze Pandemie-Geschichte, die hat Leute teilweise dazu genötigt, Sachen zu machen, die sie eigentlich gar nicht hätten machen wollen. Und ich kenne viele Leute auch teilweise aus unserem engen Kreis und so weiter, die zu euren Demonstrationen dann aufgetaucht sind, aber die ehrlich gesagt gar nicht wussten, wer das jetzt organisiert oder wer ist jetzt der Kopf der Bande oder wie auch immer. Die haben einfach nur ein Zeichen setzen wollen und haben gesagt, ey, hier läuft was schief und das ist so wie Verschwörungstheoretiker oder wie auch immer, das sind Schubladen. Das ist auch absolut richtig, was du sagst, aber das haben die Medien ja gemacht. Ich muss ja immer sagen, also wir haben immer sauber drauf geachtet und haben immer gesagt, die Demonstration X, das war eine Querdenken-Demonstration. Wenn aber jetzt irgendwo irgendwas Blödes passiert ist, dann haben die Medien gleich gesagt, das war auch eine Querdenken-Demonstration. Ja, also so ging das ja. Genau. Also die Medien haben praktisch diesen Sammelbegriff dann genutzt, um irgendwie mit der großen Keule eben auf alle drauf zu hauen. Das war die große Kritik auch von unserer Seite. Und aber das haben die Medien gemacht, haben ja nicht wir gemacht. Genau. Und meiner Meinung nach haben sie sich damit aber ein Eigentor geschossen, weil wir jetzt alle sagen, wir sind Querdenker und wir lassen uns von euch gar nicht sagen, wie wir praktisch zu tun haben, dann könnte es natürlich auch nach hinten losgehen, wenn die Menschen einfach zusammenhalten. Es wird sich zeigen, was damit passiert. Ich kann nur sagen, aus meiner Sicht haben sie sich keinen Gefallen damit getan, dass sie jetzt alle Menschen praktisch versucht haben, über diesen Begriff zu diffamieren. Weil der Begriff einfach viel zu positiv belegt ist. Ob das jetzt ein Freidenker ist, noch ein Querdenker. Also auf jeden Fall Menschen, die einfach anderer Meinung sind, die jetzt so zu diffamieren und das so nachhaltig framen zu wollen über den Begriff Querdenker funktioniert, glaube ich, nicht. Ja. Da hätte jetzt Covidiot oder Wirrkopf oder Aluhutträger wahrscheinlich besser funktioniert. Genau. Ich fand es auch vor allem natürlich dann mit dieser Rechts-Nazi vor allem, Nazi-Keule, also das war das, womit sie sich meiner Meinung nach am meisten in den eigenen Fuß geschossen haben. Ja, absolut. Und damit haben sie sich selber, also wir haben da Sachen gehabt, wie zum Beispiel, man marschiert mit Nazis nicht, dass du dann vielleicht hast du da auch welche dabei gehabt. Ja. Das kann ja sehr gut möglich sein, nicht? Vielleicht, da waren auch welche dabei. Mal abgesehen davon, das sind auch Menschen so und wenn die dann irgendwie auf eine Demonstration gehen wollen, weil vielleicht hat er dieselbe Befürchtung wie der Türke. Ja, so, kann passieren. Genau. Aber auf der anderen Seite, so dieses Zusammenfassen, so du marschierst mit Nazis, das war so ein absoluter Bullshit. Ja. Das war der größte Bullshit von allen, weil auf der anderen Seite hast du ja dann zum Beispiel den CSD gehabt. Ja. Du hast auf dem CSD hast du Sachen gesehen, wie kleine Kinder in Käfigen und Leute mit Papi-Maske drumherum und so weiter. Da wurde Sex gemacht während an öffentlichen Orten im Freien, wo Kinder auch rumlaufen und so weiter.
Und es gab definitiv eine Beteiligung von Pädophilen. Ja. Das ist auch nachweislich, das ist im Nachhinein rausgekommen. Mhm. Es gab gewisse Gruppen, die sich den Maps zugeordnet haben, also Minor Attracted People und so weiter, die sind auf diesem CSD mitgelaufen. Wenn wir nach der Logik gehen würden, dass wenn Nazis auf der Corona-Demo existieren und wenn wir mit denen mitmarschieren, dass wir auch Nazi-Befürworter sind, dann müsste aber jeder, der auf dem CSD ist, der zur LGBT-Community gehört, dann aber auch zu den Pädophilen gezählt werden. Absolut. Und so ist das absoluter Bullshit. Absoluter Bullshit. Ja. Und es ging ja sogar so weit, dass es gab ja die Omas gegen rechts, die da immer praktisch gegen uns demonstriert hatten. Die haben dann gesehen, was sind das für Menschen, haben sie ihre Schilder eingepackt und mitgelaufen. Also ich wollte nur sagen, es hat halt einfach auch nicht funktioniert. Deshalb mussten sie ja auch die Demonstrationen dann irgendwann verbieten. Weil du musst dir ja vorstellen, die Demonstrationen waren auch in Stuttgart ganz groß. Und wenn du dann so einen Aufzug hast, wo halt buntes Volk, sage ich mal, durch die Straße zieht und die Leute gucken aus dem Fernsehen und abends sehen sie im Fernsehen, da waren jetzt Nazis mittags unterwegs, das passt halt einfach nicht zusammen. Weißt du, wie ich meine? Also die, da ist auch nochmal Aufwachprogramm in Anführungszeichen. Und ja, du kannst auch, also wie willst du das denn machen? Eine Demonstration hat doch keine Eingangskontrolle. Kannst du nicht sagen, also wie soll das funktionieren? Da kommen einfach Leute und die und es ist doch gut, auch wenn die Menschen jetzt für ihre Freiheitsrechte einstehen. Also ich sag mal, die 99% können doch das 1% auch überzeugen. Ist doch nicht immer so, dass jetzt das 1% alle anderen überzeugt. Natürlich kann man das Beispiel wieder nehmen, auch mit dem Tropfen Gift, den du gerade erwähnt hast, dass das praktisch toxisch sein kann für alle. Aber also es ist doch wichtig auch, was findet denn für ein Programm auf der Bühne statt und was finden denn für Botschaften von der Orga statt? Und von daher... Ja, die waren da, aber wir haben sie ignoriert und sie haben auch keinen prägenden Einfluss gehabt. Das würde ich unterschreiben, die hatten definitiv keinen prägenden Einfluss. Wir hatten, wie gesagt, aus dem engen Freundes- und Bekanntenkreis Leute, die sind auf diesen Corona-Demos mitgelaufen. Das sind Leute mit Migrationshintergrund und so weiter. So. Ja. Da wird, die werden bestimmt nicht Mein Kampf lieben, weil da 10 Verstrahlte dann noch um die Ecke sind, die irgendwie dieser Gesinnung dann dazu gehören. Ja. Das war einfach, das war der größte Bullshit-Faktor von allen. Ja. Und Dankeschön, dass ihr den gebracht habt, weil damit habt ihr euch selbst diskreditiert. Ja, also das war echt sehr gut so für die ganze Nummer. Vielleicht kommen wir zum Schluss jetzt nochmal so ein bisschen weg von diesem Ganzen. Ja, ich kann ja auch verstehen, dass es natürlich dann für dich dann immer so ein bisschen negatives Feeling dann mit sich bringt, weil letztendlich hat es dich auch ins Loch gebracht. So, du hast einfach 9 Monate gesessen für den Scheiß, ja. So. Und da war ja auch der ein oder andere der Meinung, dass es vielleicht irgendwie fake war oder so, aber das kann ich mir jetzt irgendwie in Deutschland nicht vorstellen. Weil es wäre sehr schwer zu faken, sag ich mal so, dann hast du schon sehr starke Kontakte nach oben. Wurde mir übrigens auch damals unterstellt, echt? Weil die Plattenverkäufe besser gingen. Damit er Mercedes verkauft. Also es gibt schon. Okay. Ja, immer wieder mal eine Story, sagen wir mal so. Aber wir sind ja eigentlich ursprünglich kein politischer Podcast gewesen, aber haben natürlich dann auch gemerkt, dass das nicht nur sehr gut ankommt, aber es passt halt einfach, weil wir auch so eine Leute sind, die sich über solche Sachen unterhalten. Aber angefangen haben wir als Musikpodcast und wir sind es immer noch, ja, zu einem gewissen Teil. Hast du irgendwelche Bezüge zur Musik? Hast du mal irgendein Instrument gelernt oder bist du ein begeisterter Hörer? Also leider, oder ich würde sagen, einfach gar nicht so viel. Ich hatte so mal auch in den 80er, 90er war es dann meine Techno-Zeit, glaube ich. Techno, wo ich dann doch relativ viel Elektro gehört habe. Jetzt habe ich mir tatsächlich eine Handpan gekauft. Eine Handpan? Achso, diese... Genau, diese, und die versuche ich mal zu spielen, weil es eben sehr meditative Musik ist. Ah, okay. Aber... Das sind so Hangdrums, ne? Ja, genau. Ja, die sind teuer, die Dinger. Ja, ich hatte jetzt tatsächlich eine günstige aus Asien praktisch bekommen. Also nicht dieses Original, genau. Es gibt ja diese 432 Hertz Musik, die man auch sagt, dass die eben die echte Musik praktisch ist, die sich wieder mit den Chakren verbindet. Weiß ich nicht, bist du ein Musiker, kannst vielleicht mehr drüber sagen. Aber hast du schon mal ausprobiert, so 432 Hertz? Der Song Kiss from a Rose von Seal zum Beispiel ist auf 432 Hertz gepolt. Das ist einer der seltenen Popsongs, der nicht 440 Hertz bedient. Der geht halt um den Kammerton und irgendwann wurde entschieden, dass er geändert wird von 432 zu 440 Hertz und da haben sich halt ganz viele Musiker damals dagegen gestellt und haben halt Protestbriefe geschrieben. Aber letztendlich wurde das dann durchgezogen und das heißt halt, dass es halt mit der Schumann-Frequenz zu tun hat und dass es mit dem Menschen eher resoniert und dass 440 Hertz eigentlich normalerweise dissonant ist zum Menschen. Aber ob das wirklich so ist oder so, das kann ich dir persönlich nicht bestätigen. Okay. Wenn ich 440 höre oder 432 Hertz bei mir, ich spüre da keinen großen Unterschied. Aber kann sein, kann sein. Ja. Also von daher, das ist so das, was mich beschäftigt. Hatte auch meine Rockzeit, also höre eigentlich quer. Querbeet, genau. Und aber im Moment eben achte ich eher auf die, sag mal, 432 Hertz Frequenzen. Okay. Und die höre ich tatsächlich sehr, sehr gerne, Ja, krass. Hast du irgendeinen Bezug mal zur Hip-Hop-Musik gehabt?
Meine Frage sollte Cool. Hip-Hop tatsächlich gar nicht, außer, weiß nicht, jetzt muss ich vorsichtig sein, weil vielleicht vergreife ich mich im Genre, dann verzeiht mir, ist Run-DMC, wenn das als Hip-Hop zählt, dann... 100%. Dann, ja. Aber es gab natürlich ein Crossover mit Walk This Way. Ja, vielleicht, genau. Du kommst ja aus dem Rock ein bisschen mehr, ne? Ja. Aerosmith und so. Genau, ja. Deshalb wollte ich nur vorsichtig. Also ich bin tatsächlich in den ganzen Genres... Welches Album hast du gepumpt von Run-DMC? Welches Album? Seit 86 hatte ich... Kann ich mich nicht mehr erinnern, muss leider passen. Ja. Bist du ein Filmfan? Magst du Filme? Früher sehr gerne. Eigentlich Serien, also vor allem halt diese Serien, wo es eben viel um die Zukunft gibt. Es gab ja diese eine Serie, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, wo es diese, die ganze Welt mit Überwachungskameras schon ausgestattet ist. Und dann gab es diesen einen Computer, der die ganze Welt gesteuert hat. Oh. Und ein Team, was praktisch gegen diese Welt dagegen gearbeitet hat, auch mit so Programmierern und so weiter. Also sowas habe ich mal gerne geguckt, aber habe ich mir auch komplett abgewöhnt, da ich tatsächlich einfach auch gar keine Zeit mehr habe und muss auch sagen, im Gefängnis gelernt habe, wie toll Bücher lesen ist. Das wäre die nächste Frage gewesen. Was sind so die Bücher, die du im Gefängnis gelesen hast, oder vielleicht hast du eine generelle Top 3, Top 5? Ich habe viele Bücher über Meditation gelesen, Vipassana Meditation, also diese indische, buddhistische Meditation. Natürlich viel Rudolf Steiner. Er hat mich viel mit der Vergangenheit eben beschäftigt, in den Formen auch mit den, also 68er Biografie von Rudi Dutschke. Dann habe ich zugeschickt kein Kernkraftwerk in Wühl und auch nicht anderswo, also ein Buch über die Anti-AKW-Bewegung. Dann, was ist deine Meinung zu Dutschke? Ja, war ja auch ein hochspiritueller Typ, war auch von Rudolf Steiner beeinflusst. Ich sag mal, also ich mag ihn sehr gerne, habe auch die Interviews gesehen und er war halt ein sehr intellektueller Typ und der hat dieses, und deshalb wurde die Bewegung vielleicht nicht so groß, wie sie hätte werden können, weil man dann ab einem gewissen Punkt eben die Nicht-Intellektuellen vielleicht auch verloren hat. Ich war jetzt eher so, oder ich habe auch mehr Lebenserfahrung als er gehabt. Also wenn man die Bewegung jetzt so ein bisschen vergleicht, ihm hat halt die Lebenserfahrung damals gefehlt, um die Bewegung dann groß werden zu lassen oder auch durchzuhalten, dass die groß wird. Aber da kam schon auch ein Kopfschuss dazwischen, muss man sagen. Es war kein Kopfschuss, sondern es war ein, er ist niedergeschossen, es überlebt. Und ich habe nur einfach die zwei Bewegungen so ein bisschen verglichen. Die Studentenbewegung war ja eher praktisch jung und aus der, sag mal, aus der Universität heraus. Und unsere Bewegung ist ja jetzt eher aus den Älteren, also lustigerweise die früher in der 68er waren auch viele auf den Demos dabei. SDS hießen die, war? Ja, genau, Studentenverband. Und Rudi Dutschke, super, natürlich. Und ich habe so Briefe aus dem Gefängnis geschrieben. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Da habe ich ein bisschen drüber geschrieben, so was für Bücher habe ich gelesen und was, und auch die Déjà-vus, die man hat. Und damals war schon so, er hat ja gesagt, praktisch ein Bundeskanzler, der länger als 4 Jahre praktisch im Amt ist, hat sich auf Adenauer bezogen, war auch schon lange, schadet der Demokratie. Dann hat er gesagt, die Presse, die mit ihrer, also damals hauptsächlich die Springer-Presse, die eben falsch über die Demonstration geschrieben hat, schadet der Demokratie. Und es sind ganz viele Déjà-vus, die man eigentlich hat, wenn man heute eine Freiheits- oder eine außerparlamentarische Bewegung gründet. Und da, von daher, also alles prima, sehr gut. War schon mich interessiert sehr besonderer Mensch, Dutschke, muss man dazu sagen. Ja, der war eine Koryphäe, finde ich, insgesamt für deutsche Politik und so weiter. Ja. Meine absolute Nummer 1. Ja. Darüber kommt nichts. Vielleicht kennst du das, vielleicht nicht. Es gibt ja auch seine eigenen Memoiren und Tagebücher und so weiter von seiner Frau veröffentlicht. Ist auch nochmal sehr, sehr interessant. Mit seinen eigenen Worten geschrieben, auch sehr, sehr umfangreich. Wenn du da mal reinliest, dann merkst du auf jeden Fall, es ist sehr, sehr schwer vorstellbar, dass Rudi Dutschke heutzutage funktionieren würde und vor allem wäre er kein Linker. Und mich interessiert gerade Brent, weil die meisten so von seinen Schlacht, denke ich jetzt halt, sind immer Atheisten gewesen von den Alt-68ern, dachte ich so. Und das Spirituelle, war Rudi Dutschke dann gläubig oder eher nur so universal, universummäßig, wie war er spirituell? Nee, er hat eine christliche Erziehung gehabt und war eben auch, wie gesagt, von Rudolf Steiner beeinflusst. Also Rudolf Steiner ist ja die Anthroposophie. Die sich eben damit auch, also mit den tieferen Ideen auseinandersetzt, sage ich mal. Also damals, als ich jünger war, wir haben auch manchmal gesagt, wir sind Linke, weil wir waren mit
die Nazis haben ja mit denen gekämpft. Ja. Aber dann, was mich schon damals so angestoßen hat, Leben und Leben lassen und überhaupt der Letzte, der richtet oder so. Aber dieses radikal-atheistische, wir hatten immer einen Bekannten, dann Grüß Gott, da durfte man nicht mal Grüß Gott sagen, weil das ist dann auch, ja, es war. Die modernen Linken sind auch so. Ja, und es hat mich sehr gestört auch. Und ich habe bei vielen Linken, ich sage verallgemeiner nicht, bei vielen hat mir dieses Freizügige auch nicht gut gefallen. Ja. Also dieses halt auch vor Kindern halt irgendwie jetzt gar nicht, also sehr ohne Scham, nicht sehr schambelastet. Diese Sexualisierung, sehr frei, sehr aggressiv. Ja. Da haben welche auch, da möchte ich nicht zu weit ins Detail gehen, aber auch mit Drogen fängt zum Beispiel auch an. Mhm. Halt auch mit diesem Erfahrungspegel und ja, genau, also viele Sachen, die eigentlich nicht gut für eine Familie sind. Ja. Ja. Also, was ich noch sagen will zu Grüß Gott, ist übrigens ein ganz wertvoller Gruß, weil er heißt eigentlich Grüße das Göttliche in dir. Und wir haben ja alle diesen Götterfunken, hatten wir ja, Freude schöner Götterfunken, ne, von Beethoven, hat er schon gesagt. Also wir haben alle so einen Götterfunken in uns, den wir alle entdecken dürfen. Von daher ist Grüß Gott eigentlich eine sehr schöne. Ja, und sehr respektlos, wenn ich da auch sage, wenn du ihn siehst, also selbst wenn man dann nicht dran glaubt, man hat Respekt davor. Ja, genau. Und das gehört ja auch wieder zum, sind wir eigentlich wieder beim Thema individuelle Freiheitsrechte. Ja. Genau. Ich glaube auch Religion ist was jeder ausüben darf und können sollte. Und das ist ja auch was abgeschafft werden sollte. Ich habe es vorhin gesagt, die institutionalisierten Religionen sind natürlich Gift. Also ein Grundvertrauen ins Leben zu haben, dass schon alles gut sein wird, so wie es ist, das ist, glaube ich, sehr hilfreich in diesen Zeiten. Gut, lassen wir das mal jetzt so stehen. Ja. Michael, ich glaube, wir haben so ziemlich alles Wichtige jetzt gerade durch. Wenn dir noch was einfällt, was dir auf der Seele brennt oder was du mit den Leuten da draußen teilen wollen würdest, dann hast du natürlich das letzte Wort. Auf der anderen Seite, bist du erreichbar für Leute? Bist du auf Social Media oder können die Leute deine zukünftigen Projekte oder so irgendwo einsehen? Also wir wurden ja auf Social Media total gelöscht. 150 Querdenkengruppen wurden ja von Facebook und von YouTube und von allen gelöscht. Von daher kann man uns erreichen über Telegram. Es gibt einen Telegram-Kanal, der heißt Querdenken-711. Ich selbst habe keinen Telegram-Kanal, weil bei mir stand auch immer Crew auf dem T-Shirt. Also ich bin nur Teil eines Teams und alles, was wir tun, ist nur so gut, wie das Team ist. Und ich glaube, dass auch diese Veränderung, die wir jetzt durchleben, wird eine Teamarbeit werden. Deshalb kann ich einfach nur allen sagen, zusammenhalten, gemeinsam arbeiten, sich nicht so verstreiten. Und mit Freude nach vorne gucken. Ich sage immer, mein Motto ist aus Freude an Veränderung. Und da habe ich ganz viel Spaß dran. Sehr schön. Auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit, Leute. Checkt auf jeden Fall Michael Ballweg und macht euch eure eigene Meinung über jeden. Das muss ich euch nicht erzählen. Ja? Ihr habt euren eigenen Geist, euren eigenen Kopf und so weiter. Und wir sind gespannt auf jeden Fall, wo die Reise hingeht, auch mit dem Gerichtsprozess und so weiter und so fort. Und danke für deine Zeit, dass du gekommen bist. War mir eine Freude, hier zu sein. Danke euch. Okay, mir war scheißegal, was die Männer sagten. Ich lernte hier mehr als in meinen Schulzeittagen.